70, 80, kommt dann ein Italiener zu mir und möchte ein GTV kaufen, möchte aber sein Ferrari in Zahlung geben. Ich sage, was ist das denn? Ein 308 GTB. Ich aber nicht so viel, ja, fand ich geil, Ferrari, so. Dann habe ich das Ding, oh, das ist ja geil, so ein Auto. Das kommt mir fahren, habe ich mit dem Ding rumgeballert. Und er auch, da hier, gib mal Gas und so, 1000 Rundinstrumente, Vergaser, Motor, trocken sonst nur. Das war so ein bisschen die Konfrontation mit der Technik. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Naja, also wollte ich das Geschäft unbedingt machen. Ne? Und ja, der wollte aber 60.000 Mark dafür haben. War natürlich ein bisschen knapp. Wir hatten gerade so einen Haufen Neuwagen hier stehen und war ein Konto ziemlich dicht. Und dann habe ich meinen Banker, ich will den GTV verkaufen, ich muss aber den Alpha einzahlen. Der war ja teurer als der GTV, ich musste mal Geld rausgeben. Brauchen wir so 60.000 und 65.000 als damals. Und dann hat er, wieso das denn? Das war aber 87. Und dann habe ich gesagt, ich höre auf, fremd zu fahren. Haben wir doch gesagt, ja, können wir uns darauf verlassen, Herr Eberlein? Ich sage, ja, machen wir. Okay, Sie kriegen die 65. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der letzten Folge für dieses Jahr. Und heute reden wir über Ferrari, beziehungsweise über den Weg dahin, denn Helmut Eberlein hatte nicht unbedingt vor, die Sportwagen aus Maranello zu verkaufen, denn eigentlich schlug sein Herz immer für Motorräder, mit denen er sogar erfolgreich Rennen bestritt. Wie er es trotzdem geschafft hat, dass der Titel des weltweit besten Ferrari-Händlers nach Kassel ging, das und vieles mehr verrät er in dieser Folge. Viel Spaß jetzt mit meinem heutigen Gast, Helmut Eberlein. Ja, wenn Sie mich nach meiner Startnummer fragen, die findet man ab und zu immer auf mein Kennzeichen oder auch an einigen Autos. Das ist die Startnummer 51, ja. Weil das war meine ganz persönliche Startnummer. Im Januar 1951 durfte ich dann hier an dem großen Rennen des Lebens teilnehmen, bin dann da auch an den Start gegangen. Allerdings war das nicht ganz so leicht damals. Berlin nach dem Krieg. Wir haben gewohnt in den Baracken der Amerikaner, meine Eltern, und da gab es also nicht viel und man musste sehen, wie man zurechtkam. Meine Mutter hat geschneidert nach den Vorlagen im Neckermann-Katalog. Mein Vater war Hilfsschlosser und hat dann bei der Bahn gearbeitet. Ich habe jetzt mal die alten Lohnabrechnungen gesehen. 90 Pfennig gab es die Stunde, dann eine Mark und 10. Meine Mutter musste sich dann halt so als Schneiderin. Ne? Naja, und wir mussten natürlich auch als Kinder unseren Beitrag dazu beibringen. Ne? Wir hatten Kaninchen, wir hatten Hühner, ja, und dann Gemüsegarten. Und dann ging es mal los, ab hier Löwenzahn pflücken, geh die Kaninchen pflücken und so. Also das hat ganz viele Vorteile gehabt damals. Das hat mich eigentlich geprägt bis heute, dass man zu schätzen weiß, was man hat. Mhm. Und das war halt etwas, was mich eigentlich immer begleitet hat. Und Berlin war zu dem Zeitpunkt ja noch ganz stark vom Krieg geprägt. Ich weiß noch, meine Einschulung kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wir sind dann der Weg zur Schule, natürlich Kinder abholen von der Schule oder hinbringen, das war gar nicht. Wenn du in der Schule bist, dann geh hin, musst du zu, wie du da hinkommst. Ne? Das war normal. Und naja, dann bist du an zerbombten Häusern vorbeigelaufen, bis du dann endlich in deiner Schule warst und so. Aber ich habe das also immer dann auch mit sehr viel Ehrgeiz gemacht und wollte eigentlich auch in der Schule immer gut sein. Also das hat mich dann schon immer motiviert, da Gas zu geben. Und das ging dann an, bis die ersten Filme kamen, kann mich sehr gut daran erinnern. Die ersten Tarzan-Filme kamen dann im Kino und das war ja ganz schwierig, dann 60 Pfennig im Kino Eintritt zu bezahlen und dann muss ich dann mal sehen, wo kriegst du das Geld wieder her. Ne? Aber es ging mir, und erinnert fällt mir das gerade ein, wo ich Tarzan sage, und dann hat mich das so fasziniert, die Geschichte von Tarzan, sodass ich dann in der Schule anfing, meinen eigenen Tarzan-Roman zu schreiben. Ich bin dann mit einem Doppelflecker über Afrika abgestürzt, ne? Und bin dann durch den Dschungel gegangen. Aber das sind dann leider nur so 3-4 DIN A4 Seiten geworden. Meine Lehrerin, also im Kindergarten, die war total begeistert davon, aber irgendwie, fing damals die Hektik wahrscheinlich auch schon an, ist dann leider nicht zu Ende geworden. Aber es war etwas, was mich halt so immer faszinierte und das hat mich eigentlich dann immer begleitet. Denn 1961 wurde ja dann die Mauer gebaut und da
Das haben wir natürlich, habe ich live erlebt, weil mein Opa lebt 10 Jahre alt, in Ostberlin. Ja. Ich war damals 10 Jahre alt. Ja. Und zu meinem Opa bin ich entweder mit der S-Bahn gefahren oder er kam und hat mich abgeholt. Und dann sind wir durchs Brandenburger Tor gelaufen. Mit der an den Schildern, Achtung, Sie verlassen jetzt den amerikanischen Sektor. Sie verlassen den amerikanischen Sektor. Das war also schon sehr beeindruckend. Und naja, und dann habe ich aber auch gesehen, wie die Fopos, also die Volkspolizisten, das waren Fopos, hießen die, die liefen dann immer zwei mit einer riesen Stange, dazwischen war Stacheldraht aufgerollt und dann rasten die über durch die Straße und haben den Stacheldraht so gespannt und wir standen dann da zum Glück auf der richtigen Seite dann noch. Ne? Und naja, das war schon fassungslos für uns und für meine Eltern war das natürlich so, dass Erinnerungen, die immer noch präsent waren aus dem Krieg, Bombenangriffe im Keller und so weiter, das alles überstanden. Mein Vater, russische Gefangenschaft und dann fuhren die Panzer wieder durch Berlin, ging es los und dann war halt sehr viel Angst da und dann war ja der Wunsch weg aus Berlin. Wir waren ja damals, Berlin war ja damals eine Insel so und du musstest ja dann durch den Osten immer nach Berlin fahren. So. Also ich kenne Helmstedt noch mit den Fahrzeugkontrollen, Autohaus, gucken, Kofferraum, ob da einer drin liegt und so. Das war ja total verrückte Zeit. Und naja, und sind sie dann raus und in der Berliner Morgenpost stand dann eine Anzeige, wurde eine Köchin gesucht am Edersee. Wo ist das denn? Fischerei? Naja, meine Eltern dann hingefahren, das war eine größere Aktion mit der Zug, ohne Handy, anrufen, ging ja alles nicht. Ne? Und dann mit dem Zug da hingefahren, nach einer Woche waren sie dann wieder da, wir mussten bei der Oma pennen. Und naja, dann hat sie eine Stelle gekriegt als Köchin am Edersee. Wo ist der Edersee? Am Rehbach, in der Fischerei. Der Edersee ist hier unmittelbar von Kassel, der längste Stausee, 22 Kilometer lang. Und sehr, sehr schön, weil wir durften, ich hatte dann auch Zeit, den Edersee kennenzulernen, weil wir sind dann von Berlin abgemacht in Westen und haben dann auf der Halbinsel Scheid dann da in so einem Haus gewohnt. Das stand dann mitten in so einer Blaubeerplantage, lauter Blaubeeren. Und damals wurde ja das, was man brauchte, noch vor Ort angebaut. Ne? Das wurde weder importiert noch sowas kaum, sondern wenn du was haben wolltest, dann musste man das eigentlich anbauen. Also Blaubeeren und in den Ferien hattest du keine Langeweile. Wenn auch immer, wenn die Blaubeerzeit da war, dann musstest du Blaubeeren pflücken. Beim Bauern musstest du dann Kartoffeln sammeln. Also das durfte ich halt alles machen. Das war also schon sehr schön. Und nun war da aber auch niemand, dann bist du da am Halbinsel Scheid am Edersee. In Niederwerbe war die Schule. Ich ging damals, vierte, fünfte Klasse. Und naja, war 400 Kilometer weg. Fahrrad hatten wir nicht, war zu teuer, gab's ja nicht. Und dann bist du halt gelaufen in die Schule, 4 Kilometer. Ne? 4 Kilometer hin, 4 Kilometer zurück. Ne? Aber es ging dann nur ein paar Mal an. Einfach hatten wir dann hatten wir später ein Fahrrad und dann war das also gar nicht mehr so schlimm. Ja, aber da teilte mich dann auch schon der erste Schicksalsschlag. Wir haben dann nach der Schule in dem Dorf dann in Niederwerbe immer gespielt. Wir hatten ja nur Blödsinn im Kopf. Weil das war ja noch so, also es war selbstgemachter Blödsinn ohne Handy. Und da haben wir Räuber und Gendarm gespielt oder sowas. Naja, klar, mich kriegt natürlich keiner. Und dann ging das so auf dem Bauernhof in der Scheune. Hatte ich mich dann so schön oben auf dem Scheunenboden versteckt. Und dann kam sie dann da hoch und du musstest den anschlagen. Denn dann hast du ja den gekriegt, den anderen. Ne? Und dann kam einer hoch und sagte, mich kriegst du nicht. Und ich balanciere dann unter dem Scheunendach auf so einem riesenlangen Balken durch. Und als ich dann endlich in der Mitte war, brach der Balken durch. Und ich bin dann so 6-7 Meter, Mini, auch mehr, waren 8 Meter bestimmt, oben vom Dach der Scheune runtergeknallt auf den Drescher, Arme frei. Und jedenfalls war hier der Arm gebrochen dreimal, die Pulsader war auf, das Blutstrom da raus. Und der Bauer kam zum Glück rein und schrie uns an, was wir hier für einen Blödsinn machen würden. Und ich lag denn da. Und dann hat er das aber sofort erkannt, hat ein Handtuch geholt, abgebunden, hat mich dann sein Trecker zum Arzt gefahren und der hat mich dann gleich ins Krankenhaus geschickt. Dann durfte ich 3 Monate im Krankenhaus verbringen, bis zum Streckverband, bis das alles geheilt war. Hat mich aber auch geprägt, weil da hatte ich Zeit, alle Karl-May-Bücher zu lesen. Da habe ich 3 Monate lang, das war Wahnsinn, wenn ich das heute über nachdenke, war irre. Aber diese Karl-May-Bücher, Winnetou, Old Shatterhand, die haben eigentlich eine ganz sehr gute positive Moral. Ja, das hat mich also doch dann auch geprägt, gerade wenn du so 10, 11 Jahre alt bist, also was du dann zu dir nimmst, das prägt dich schon auch. Ne?
Und ein Mann, ein Wort, was versprochen hast, das gilt und so weiter. Das sind alles Dinge, die mich dann da auch ja beeindruckt haben und die mich dann auch später dann ja, geprägt haben. Ja gut, dann raus, das war dann irgendwann überstanden und wir sind dann auf die andere Seite vom Edersee gezogen. Meine Mutter war ja da Köchin in der Fischerhütte und hat das super gemacht. Und wir waren dann endlich oft, wir durften dann in einem kleinen Haus über der Fischerei wohnen, da war die Ederseefischerei. Und wir wohnten über der Fischerei. Das war natürlich nicht sehr groß und der Nachteil war, unter dem Haus, in dem wir wohnen, war also nochmal der erste Stock und der ganze Keller war ein Eiskeller. Und da wurde dann das Eis gelagert, das sie im Sommer brauchten, weil da eine Fischerei war. Da wurden Fische gefangen, die wurden zerlegt und so. Und im Winter hatte ich dann auch, wir hatten dann also immer Gelegenheit, ein bisschen Geld zu verdienen. Ich weiß, waren glaube ich 50 Pfennig die Stunde oder sowas. Und dann konnten wir Eis machen im Winter. Dann wurde am Edersee, dann gab es so einen kleinen Teich, da konntest du dann drauf arbeiten. Und dann wurde das ganze Eis, wurde dort mit einer Motorsäge, haben die das dann in Schollen geschnitten so. Da wurde das mit Sägemehl eingepackt und dann auf den LKW, haben wir alles mit den Händen gemacht und dann ab in unser Haus, in dem wir wohnen, unten rein, war dann der Eiskeller. Führte natürlich schon dazu, dass das nicht ganz so gemütlich war da oben. Kam auch dann dazu, dass ich dann auch Asthma kriegte und dann habe ich ja die ersten Verschickungen so erlebt. Das war damals, man wurde damals, wenn man krank war, verschickt. Dann kam ich nach St. Peter-Ording, oh ja, das heißt, haben mich ja, dann da gut geschickt, damit das Asthma, das ging dann wieder weg. Also das war, habe ich dann auch mal so ein bisschen mehr oder weniger unfreiwillig die Welt kennengelernt. Ne? Mhm. Also das war schon, naja, dann da zur Schule gegangen, auch wieder in Hemford, das ist da direkt hinterhalb der Sperrmauer, wo das Kraftwerk ist. Und dann fing damals, ja, da fing damals an, ach, da ging das damals schon los mit meinem Lehrer. Dann wollte ich aber so, nett, tut mir heute nur leid, dann wollte ich immer in Biologie und das war immer mein Ding, Bio. Und dann habe ich immer heimlich Bücher gelesen vorne weg und dann habe ich meinen Lehrer immer gefragt, was ist denn hier und was machen wir dann damit? Und dann war das schon immer, dann gab es immer einen kleinen Wettbewerb zwischen mir und dem Lehrer, das war so herrlich, das war aber schön. Und das war also wirklich eine tolle Sache. Und dann ging es los, 8. Schuljahr, auf einmal 9. Schuljahr wurde eingeführt. In Deutschland dann. Und ja, dann durfte ich das 9. Schuljahr machen. Das war eigentlich auch, hat auch einen riesen Spaß gemacht. War nur in Bergheim Richtung Bad Wildung, wo ich dann mit dem Zug ab, mit dem Bus abgeholt und hin und her, war ein riesen Theater. Naja, und das Schule war das dann, lief auch gut und dann meinte ich, ja, müssen wir Abitur machen, ne? Oder musst du nach Bad Wildung und Abi und das musste ich dann mal zu Hause besprechen, war ja nichts da und nee, was willst du jetzt Abi, Abitur machen, so ein Quatsch. Brauchst du gar nicht gearbeitet und lernt was Vernünftiges und so. Naja, aber in der Zeit, wo ich am Edersee lebte und war, da gab es ja nichts. So, also bin ich immer in den Wäldern rumgeströmt und hab dann geguckt hier, hab dann, ja, meine Landschaft waren Vögel, der große rote Milan, der schwarze Milan, den gab es da oben und viele Eulen und Tauben und alles war, also waren Kiebitzer, es war also eine irre Welt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich eigentlich jeden Tag im Wald unterwegs war. Und das Geld, was ich dann verdient habe, diese 50 Cent, Pfennig in einer Stunde und so, die habe ich dann zusammengespart, um dann mir Bücher zu kaufen über Vögel, Ornithologie. Das war also schon, naja. Also das war mein Riesenhobby. Und dann gab es ja den Platz für Tiere von Professor Schimmelk. Hatten wir aber keinen Fernseher, dann konnte ich dann immer zum Nachbar gehen und konnte dann, also bei dem Chef von der Fischerei, da konnte ich dann durchs Fenster hinten gucken, ein Platz für Tiere oder bei meiner Oma ging das dann auch, aber das war noch in West-Berlin. Ja, also, dann, also das war, da hat mich das also schon sehr, sehr geprägt und naja, das war dann so, dass ich mit dem Ruderboot den ganzen Edersee lang, aber so ganz viel gemacht, war eigentlich nur eine Traumjugend, oder? So ja. Draußen, den ganzen Tag ja, draußen. Es war ja nichts da. Du bist dann alleine. Entweder hast du ein bisschen mit den Fischern rausgefahren, hast Aalschnüre gelegt oder Zugnetze reingezogen, dann hast du Aale gefangen oder Hechte oder Rotfedern. Und dann Barsche, dann hast du in der Fischerei gearbeitet. Ne? Dann warst also unmittelbar verbunden mit der Natur, hast die Fischreiher gesehen, die dann da standen und schon gewartet haben auf das, was dann übrig blieb und so. Also das war,
war total faszinierend. Naja, das endete dann da, dann irgendwann Schule zu Ende und dann, ja, was machst du denn? Abi geht nicht, lern was Anständiges. Naja, eigentlich wollte ich sagen, ich werde Tierpfleger. So, na gut, ich wollte unbedingt Tierpfleger werden. Also nicht so fasziniert. Sind ja nachher auch Pferdepfleger geworden, das hat ja gepasst. Ja, ja, mehr. So. Und also ich mich dann beworben, Professor Schimmelt geschrieben, handgeschriebenen Brief natürlich dann und so. Und da kam tatsächlich eine Antwort, ja, würde mich kennenlernen und es wäre ganz so, ich wollte nach Frankfurt kommen. Und dann ging das, aber es müsste dann in einem, dann war dann so ein Informationsbrief dabei, ein Blatt, ja, sie müssten dann wohnen in einem Jugendheim und so. Weil, und das ging dann gar nicht, weil das hätte Geld gekostet, 120 Mark im Monat und so. Meine Eltern sagten, nee, das machen wir nicht, weil ich hätte da auch nichts verdient, was ich 70, 80 Mark oder sowas. Nein, lern was Anständiges, naja, was soll ich nur machen? Nur war ich am Edersee, da war das große Kraftwerk. Der Edersee ist ja da für ein Staukraftwerk, Riesensperrmauer, Riesenturbinen und da wurde Strom gemacht. So. Na gut, dann bin ich da hingegangen, habe mich da beworben. Und wir haben mich schon auch genommen und dann durfte ich Maschinenschlosser, ich hatte die Wahl, Starkstromelektriker zu werden oder Maschinenschlosser im Kraftwerk. Aber mit dem Strom, das war nicht so mein Ding, ich wollte jemals Schrauben machen und so. Naja, also bin ich dann Maschinenschlosser geworden, also habe da die Lehre begonnen und also, da fällt mir jetzt eins ein, ich erzähle jetzt einfach mal, dann mussten wir hoch zum Bewerbungsgespräch. Wir waren also unten, da kam den ersten Tag da, war der Meister Rübsam. Ab, ihr müsst zum Chef hoch, der will euch kennenlernen. So, weil da herrschte natürlich damals ein ganz anderer Ton. Also wir dann hoch zum Chef, großes Büro, da sitzt der Herr Schuster hinter am Schreibtisch. Und wir sitzen da so ganz klein zusammengefallen auf dem Sofa. Was macht ihr denn? Eberlein, was ist denn da, was machst denn du? Und ich beschäftige mich mit Vögeln. Auf einmal, meine beiden Kumpels gucken mich an, wir waren zu dritt auch. Wie meinst du denn das? Naja, ich meine Ornithologie. Ach so, dann geht's ja noch. So. Also wenn ich, nee. Und wir hatten jetzt mal vor ein paar Jahren ein Lehrlingstreffen wieder. Ne? Da sprachen mich die Jungs, mit denen ich da war, und mein Meister. Die Story macht er natürlich eine Runde damals. Die sprachen mich natürlich wieder alle darauf an. Also gut, Maschinenschlosser. Habe ich dort eine Lehre gemacht als Maschinenschlosser, wollte aber auch da gut sein, habe dann nebenbei Europa-Fernschulkurs gemacht. Das war natürlich alles ohne Internet, ohne alles. Du musstest also dich da hinschreiben, machen. Da kriegtest du A4-Umschlag, da lag dann drin, Fragen beantworten, lesen, hast du erstmal gelesen, Materialkunde, Metallkunde, was noch, Sparen, abhebende Bearbeitung, was alles du brauchst halt. Weil wir mussten ja drehen, fräsen, schmieden, wir haben ja alles gelernt noch zu der Zeit. Naja, und der Helmut dann immer das gelernt, gemacht und sich darauf vorbereitet. War natürlich dann so, dass ja mein Meister auch wieder ärgern wollte. Dann habe ich ihn gefragt, Meister, wir sind ja, Meister, wenn wir jetzt die Multivideo stehlen, die musstest du alle anschleifen, wenn du Aluminium gedreht hast, ne? Zum Beispiel. Ne? Wir sind der Schnittwinkel, müssen wir jetzt Aluminium machen für Aluminium und so drehen. Naja, musst du mal sehen, machst du so. Da habe ich ihm im Schnittwinkel dann gesagt, sagt, was ist denn jetzt mit dir schon wieder los? Und wusste ja alles noch. Nach dem Lehrlingstreffen jetzt war also so herrlich. Naja, und da, das ging ja dann los, dann war ich irgendwann, na gut, 17, da hatte ich noch gar keinen Führerschein, wollte aber unbedingt Motorrad fahren und so. Da erstmal hatte ich dann mir eine Mofa, eine Moped gekauft, so mit 16, 17 war das. Und damit bin ich dann immer nach Hockenheim gefahren, ins Fahrerlager, zum Rennen, zum Motorradrennen, da waren die Grand Prix ja noch in Hockenheim oder am Nürburgring. Und dann bin ich mit meinem Moped, meine 80er war das dann, ja, bin ich dann, ne, 50er, und dann bin ich damit immer dahin gefahren. Ohne, von Kassel? Ja, vom Edersee. Oder vom Edersee, ja. Vom Edersee, okay, dahin, ja, gefahren, wieder zurück. Also natürlich kein Navi oder sowas. Ne? Dann hast du deinen kleinen Tankrucksack gehabt und die Straßenkarte und bist dann da losgedüsen. Und bist dann ins Fahrerlager gekommen. Ne? Das war natürlich nicht ganz so einfach. Hast du eine Eintrittskarte fürs Fahrerlager? Nee, aber ich habe 10 Mark dabei. Ich sag, da geh rein, zack. Da funktionierte damals schon so. Und das war natürlich toll. Da hast du Leute wie Jano Sarin oder Giacomo Agostini, Fried. Diese ganzen Leute hast du dann natürlich gesehen, auch im Fahrerlager. Das war schon, das hat mich dann zu der Zeit halt sehr motiviert. Und ich wollte unbedingt Motorrad fahren. Da war ich immer noch keine 18, Führerschein hatte ich immer noch nicht. Aber eine NSU Max hatte ich schon.
Die habe ich dann schön flott gemacht und mit einem schönen Nummernschild. Und wenn es abends dunkel war, wird der NSU Max erstmal eine Runde gedreht. Es war schon, ja, das fanden die auch alle gut. Also hat ja keiner was gemerkt und es war auch nicht so viel los. Das ging ja. Und endlich dann kam die Zeit, der endlich 18 den Führerschein machen. Ne? Und ja, dann hatte ich den ersten Motorrad. Das war ja schwierig. Wenn du was kaufen wolltest, du wusstest ja, entweder hast du in der Zeitung geguckt, wo gibt's was, oder eine Motorradzeitung, in der Motorrad, das Motorrad gab's ja. Aber das wichtigste Informationsmittel war, wenn du Menschen kanntest. Du musstest, der kennt den, immer mal zu, da kenne ich einen, der wohnt da, der hat eine BSA, der fährt englische Motorrad, der hat eine LGS und dann habe ich dann immer, wusste ich immer, wo die langfahren. Dann habe ich an der Sperrmauer mich hingestellt am Edersee und habe gewartet, wenn die ganzen Mopedfahrer ankamen. Und dann habe ich den zugewunken und gemacht und angesprochen. Und so habe ich dann einen kennengelernt, der englische Motorräder hatte. Und dann ging das los. Und dann bin ich hingefahren, habe mein erstes Motorrad gekauft. Eine LGS, AJS, eine 350er. Okay. Ganz geiles Motorrad. Ja, und dann war es natürlich soweit. Dann war ich nur noch mit dem Motorrad zurück. Nur war ich ja dann zu dem Zeitpunkt dann in der Lehre, verdiente schon ein bisschen Geld. Also es waren 90, im ersten Jahr 90 Mark. Das war ein bisschen früher, da war ich erst 16. Fällt mir gerade ein, 90 Mark. Und 20, also 70 musste ich abgeben zu Hause. Ja, wenn du deine Beine unter meinen Tisch steckst, hier, da musst du ein bisschen was dazugeben, wenn du was essen haben willst. Ne? So. Aber 20 Mark reichte natürlich nicht. Und du musstest als überall, also ich bin überall, ich habe Häuser mitgebaut, Fundamente mitgegossen und alles. Ich kann auch Beton machen mit einem Riesenberg Kies. Sand und dann Zement, dann hast du mit der Mischmaschine immer und dann Fundamente machen und so. Es war Wahnsinn. Also musstest du immer was dafür tun, um dir das leisten zu können. Ne? Ja. Dann habe ich meine Prüfung gemacht und so, das war dann auch ganz vernünftig. Und dann wollte ich mich bewerben, dann war ganz klar, du hattest gar nicht so viele Möglichkeiten. Entweder bist du bei der Preußen Elektra geblieben oder, was ich wollte aber weg. Und dann hatte ich auch damals meine allererste Freundin kennengelernt und die wohnte in Korbach. Und in Korbach waren die Kontinentalwerke. Also habe ich bei den Kontinentalwerken in Korbach beworben und war dann da und habe dann da als Maschinenschlosser gearbeitet. Und das war natürlich hochinteressant. Wir hatten da Conti riesen Reifenproduktion und wir mussten teilweise die Schlosserei war dafür da, Probleme zu lösen, wenn es irgendwo Probleme gab oder wenn so kleine Anlagen gebaut werden müssen, wo die Reifen transportiert wurden. Also es war dann halt Reparaturarbeit, die du machen musstest und da kriegst du dann halt eine Zeichnung vorgelegt, ne? Also nicht so wie heute, digitalisiert, gedruckt oder sowas. Nein, das waren schon richtige schöne Zeichnungen, dann mit einem Rapidograph gemacht und so weiter. Und dann kriegst du danach einen Auftrag, was ich, 30 Stunden, 90 Stunden, 50 Stunden, hast du Zeit, die Anlage zu bauen. Und wenn du schneller warst, hast du mehr Geld verdient. Ah, okay. Das war schon mal gut. Also wenn es so 30 Stunden war, dann war ich dann so 25, 27 vielleicht mit Materialzuschnitt und allem noch dran war dann. Und das ging dann, also wir waren zu zweit damals da, einer aus der Schule hat dann auch da die Lehre gemacht, der Heinz. Und wir beide waren halt beide sehr ehrgeizig. Ne? Das für, ja, hatte Vorteile, wir verdienten ein bisschen mehr Geld. Mhm. Aber da fällt mir gerade noch mal ein, dieses Gefühl, jeden Morgen in die Conti-Werke rein, durch das Riesentor, mit ganz vielen Menschen, hunderte von Menschen sind da ja reingelaufen zu Fuß, dann umziehen. Machen dann diese Umkleidekabinen, also diese Umkleidehallen mit ganz riesenlangen Schränken. Da hast du deinen Schrank raus, rein, umziehen, zack, zack, schnell und dann Stempeluhr. Ja, dann war man. Und dann Stempeluhr und dann machst du Brett. Ne? System, also ja. Alleine das war also schon sehr, sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, also, der erforderte sehr viel Disziplin und auch Bereitschaft, sich unterzuordnen. Ja, aber du hast es akzeptiert. Ja. Also wir dann Anlagen gebaut machen, wollten ja mal schneller sein und mehr Geld verdient dadurch, hatte aber auch einen Nachteil, weil dann haben die Zeiten gekürzt. Also immer, es gab 50 Stunden für eine bestimmte Anlage, es wurde dann öfter gebaut, das Teil. Da haben sie immer so 45 Stunden, der Heinz auch so, waren immer schnell, ja, dann haben sie 47 draus gemacht. Ne? Und dann kriegst du Stress mit den Arbeitskollegen. Yeah. Du versaust und die Tarife, mach dir mal langsam. Ich sage, Leute, das macht doch Spaß, lass doch mal Gas geben. Yeah. Verdienst du da auch ein bisschen mehr Geld? Nein, gar nicht. Und dann habe ich damals schon angefangen, weil ich aktiv an der Motorradfahrer war. Und dann habe ich schon damals für Leute, die Rennen fuhren, weil ich war Gespannfahrer, habe ich dann hier vom BMW
Und dann brauchen die Megafon, Auspuffrohre, Helm, und ich brauche ein Megafonrohr und so. Und ja, ich habe die denen dann, dann habe ich Megafon, Auspuffrohr, also Megafon mit Gegenkotnis und so weiter. Naja, haben mir die Maße durchgegeben, habe ich dann gebaut. Ne? Und mein Meister, der war so begeistert, weil der war natürlich auch dafür, dass wir schnell sind, dass wir gut sind. Oh, prima, klasse, ihr seid schnell gewesen, komm her, kannst du das noch machen? Ne? Und der hat mir dann geholfen, dass wir das Material auch rauskriegten. Ne? Das waren dann, damit ich das die Jungs da raus, war ja sonst schwierig. Ne? Er sagt, nee, kannst du machen, geht. Alles erlaubt. Naja, das führte dann letztendlich dazu, dass der zu mir kam und sagte, Helmut, das hat ja keinen Sinn mehr. Du versaust mir hier die ganzen Leute. Du kannst auch mehr. Geh noch mal zur Schule. Ich sage, wie? Was? Ja, pass auf, ich war auf der Technikerschule. Geh mal nach Weilburg. Bewerb dich mal auf der Technikerschule in Weilburg. Was soll ich denn da machen? Ja, du bist der Techniker. Ich mich dann informiert. Ah, das fand ich ja ganz gut. Also ich dann hingefahren. Weiß gar nicht mehr wie, und hingefahren nach Weilburg, das ist bei Gießen da hinten, ne? Und habe dann eine Aufnahmeprüfung gemacht, war auch ein Riesentheater, alles kompliziert. Na, jedenfalls endete das so, dass sie mich genommen haben. Ich durfte dann bei Teilenwerktechnik studieren. Es waren 3 oder 4 Semester, das war gerade so im Umschwung, waren 3 Semester, dann waren es erst 4. Naja, gut, also musste ich dann nach Weilburg ziehen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mir schon, als ich noch in Korbach war, mein erstes neues Motorrad gekauft, eine Moto Guzzi V7 Spezial. Okay. Mein Traummotorrad, weil motiviert hatte mich damals das Motorradheft auf der Titelseite, eine Moto Guzzi V7 mit Zusatzscheinwerfern, mit Schirm, mit Schild und so, V7 eine weiße, und das war, vorne war ein Titelbild mit Ernst Leverkus, Klacks hieß der damals, war der Redakteur, also einer der Redakteure von der Motorradzeitung, und das hat mich so und so wollte ich auch sein, was die alles gemacht haben damit, ne? Das war also sehr, also hatte ich mir dann bei Zweirad Röth in Hammelbach, das war damals der Importeur, für Suzuki und für Moto Guzzi, und da hatte ich mir dann mein erstes Motorrad, meine Moto Guzzi V7 gekauft. Und das war einfach Wahnsinn. War so ein Reisemotorrad, mit dem sie dann Packtaschen dran und dann los. Wahnsinn. Und dann war ich aber in der Motorradszene relativ, ja, ich war richtig viel unterwegs, und ich hatte dann zu der Firma Röth, Zweirad Röth, in Hammelbach im Odenwald, ein sehr gutes Verhältnis, weil ich da mich mit der Technik auseinandersetze. Ich kam mit dem Mechaniker, mit dem Meister super klar, und dann, wenn ich mal Fragen hatte, oh, guck mal hier, guck mal da, können wir nicht mit dem Vergasern was machen oder die Bremsen, dann habe ich die Bremsbelüftung geändert, dann habe ich dann eingebaut, weil die zu schwach waren und all sowas. Naja, und dann gab es zu der Zeit, was der Härtefall war, die Schwarzpulver-Rallye, die war Ziel war in Hammelbach, in einem riesen Steinbruch, und da musste man dann mit einem Steinschlussgewehr, also mit einem Vorderlader, dann hast du ja Vorderlader, klar, Pulverkugel reinmachen, und den Schuss hast du ausgelöst über einen kleinen Hebel, der über einen Feuerstein, zack, und eine kleine Pulverpfanne entzündete, die brannte dann durch und bam, ging das los. So. Aber um das machen zu dürfen, musstest du erstmal 24 Stunden eine Rallye fahren und so viel Kilometer fahren wie möglich. Und das wurde bewertet, wer die meisten Kilometer innerhalb 24 Stunden gewonnen hat, der hatte dann mit dem Schussergebnis, das war dann die Auswertung. So, hört sich ja gut an. War das ein DMSB-Reglement? Ach so, nee, es geht ja noch besser. Jetzt könnte man ja sagen, ja, wann fand die denn statt? Ja. Ja, die fand immer statt im 1. Februar-Wochenende. Oh, toll. Die tollste Zeit, wo man Motorrad fährt, oder? So, das war die richtige Zeit, ne? Das wollen ja so ein Härtetest sein, ne? Naja, und ich dann von Korbach, dem Moto Guzzi, V7, alles voll, Packtaschen rein und so. Und dann los. Mit Lederkombi und Regenklamotten drüber und alles an. Aber so richtig hat sie eigentlich auch nicht so richtig. Die richtigen Klamotten hat sie damals. Bin von Korbach erstmal nach Hamburg gefahren. Hamburg Raststätte oben, oh, das war so kalt, da haben wir Zeitungen gekauft, haben wir das in die Zeitung reingepackt. Oh Gott. Achso, auf der Hinfahrt noch vor Hamburg war ein bisschen Schneetreiben und war ein bisschen glatt und mal lange Abfahrt. Und ich gehe ein bisschen vom Gas, dreht sich das Motorrad, also mal auf der Packtasche und auf den Sturzbügel erstmal die Autobahn lang. Aber zum Glück war keiner dann da und uns überholte dann so halb rutschend auch noch ein Auto, so ein, weiß ich was es war, Renault R4 oder und sowas. Na, jedenfalls alles wieder aufgestanden, gekrabbelt, weiter nach Hamburg. Und du musstest immer die Strecke musstest du beweisen mit Stempeln. Also mit Stempeln, entweder von der Polizeistation
Oder das musste halt so von der Tankstelle, also das musste schon immer so ein Charakter haben, wo der mit einer Unterschrift von dem Tankwart und dann so. Haben natürlich andere Leute beschissen, was ich aber damals nicht wusste. Die hatten dann einen Wohnwagen irgendwo stehen auf dem Rastplatz, dann sind andere Leute da hingefahren, haben die Stempel geholt. Also, naja, aber ich natürlich nicht. Ich dann Hamburg und von Hamburg dann zurück nach Basel. Mit der V7 24 Stunden im Winter, im Februar. Frau. Im Februar. Naja, klar, aber wir hatten ja dann Zeitungspapier drin, es ging dann. Ne? Und dann sind wir von da, weißt du, nach Basel, dann Basel am Zoll. Was ich ja, nee, wir wollen nicht durch, wir wollen nur noch mal einen Stempel, wofür das dann? Dann den Stempel und dann von Basel wieder zurück nach Hammelbach. Hammelbach, Darmstadt, Frankfurt, da unten. Ne? So. Und dann kamst du dann endlich dann an, nach 24 Stunden nonstop, ne, im Winter. Und dann schießen, du kriegst du den Vorderlader an, da hast du mit dem Ding da gestanden und staubte dann irgendwo im Steinbruch, staubte es dann, da hast du also irgendwo getroffen. Da hatte ich gar nicht mehr so viele Punkte. Ich weiß noch nicht mehr, was ich im Platz gemacht habe, aber es war einfach so, dass ich in Wertung war und dass das eigentlich schön war. Und wahrscheinlich der einer der wenigen, die nicht beschissen haben mit Wohnwagen und Stempeln. Aber das waren halt Dinge, die einen so geprägt haben, die du einfach dann so gemacht hast. Ne? Das war also schon cool. Schon cool, ja. Dann Weilburg. Ja, was dann auch noch mit dem Motor, mit der Moto Guzzi V7 war auch, war damals gab es das Elefantentreffen. Ich glaube, es gibt es heute noch, das Elefantentreffen am Nürburgring. Das fand aber auch im Februar statt. Und das war ganz klar, Elefantentreffen musste man hin, also ich auch. Ja, da hatte ich auch die Guzzi schon mit der Moto Guzzi hinten hin, Zelt dabei. Hotel, das geht gar nicht. Zelt dabei. Und Schlafsäcke und sowas mit, alles mitgenommen. Und dann hast du, das hat dann auch geschneit, ne? Dann hast du so mit die mal Unterwäsche, kostet ein Schweinegeld damals, hatte ich mir dann gekauft, damit es nicht ganz so kalt war. Naja, und dann hast du da gezeltet. Und dann war natürlich der ganze Nürburgring, war einfach natürlich verrückte Leute. Da waren die Wilden Engel oder die Hells Angels und so. Ja. Die waren damals auch schon da, also diese ganze Truppe. Aber die waren wirklich noch geprägt damals, obwohl... Das war natürlich Mac Love Not War, das war Ende der Hippie-Zeit so. Also, dass die Jungs schon mal das eine oder andere geraucht haben, war auch klar. Aber für mich war das noch nicht so kriminalisiert, wie es es heute vielleicht sich so darstellt oder wie heute darstellt. Jedenfalls, da war einfach das, für mich stand immer, oder für die auch, fand ich so das Abenteuer da. Aber das war damals völlig mit Harleys und so, das war also eine völlig verrückte Zeit. Gezeltet, ja klar, was hast du denn abends gemacht? Riesen Lagerfeuer, dann wurde da ein Kessel, so drei Beine, vier Beine, und dann wurde auch ein Kessel, wurde dann haben wir Glühwein gekocht, ne? Also Rotwein mit Orangen rein und Pfeffer, Zimt und was machst du alles. Dann haben wir da gesessen am Rot und hast dann gut geschlafen. Das waren dann so. Ja, aber diese Erlebnisse haben halt dich dann schon geprägt. Und wenn du, da gab es nichts, du konntest nicht ausweichen, entweder hast du das gemacht oder du hast gar nichts gemacht. Ne? Und das war also. War schon gut. Naja, dann. Ja gut, parallel habe ich dann ja angefangen, denn da. Studium, ne? Schule. Ja. Vor allem, das war auch cool. Also die Technikerschule in Weilburg war schon gut, waren tolle Lehrer da, habe ich heute noch Erinnerung an die Jungs, das war also schon gut. War aber auch da, wenn du gut sein wolltest, musstest du halt dann schon ein paar besondere Dinge machen immer. Und das war auch so mein Ding, wollte ich auch und so. Aber das ging dann relativ schnell, nach drei Semestern haben die dann gesagt, ja, ich könnte schon mal die Prüfung machen und so. Und dann habe ich gesagt, naja, nee, ich will ein Motorrad. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon meine Moto Guzzi V7 verkauft gehabt und hatte mir da eine V7 Sport gekauft. Stimmt, die hatte ich in Weilburg schon. Und mit der V7 Sport, das war die Sport Guzzi, da wollte ich dann noch so die ersten Flugplatzrennen mal mitfahren. Ich habe ja gar keinen Motor, aber ich fand das geil. Flugplatzrennen war damals ganz oft so. Und dann habe ich da angefangen, aber war das Ding natürlich ein bisschen schwer und ging nicht so gut. Die Hondas waren alle schneller. Die 57er Honda war damals so der Kracher, als sie rauskamen, die Vierzylinder. Naja, da habe ich das Ding getuned erstmal. Ne? Habe ich in meiner Garage in Weilburg, wo ich nur ein kleines Zimmer hatte, unten in der Garage, habe ich den Mieter gefragt, ob ich dann das machen dürfte. Naja, habe ich den Motor erstmal ausgebaut, Getriebe, Kupplung erstmal raus, Schwungscheibe leichter gemacht. Also da ging noch nicht so viel Schwungscheibe. Das habe ich dann noch gemacht. Na gut, dann Vergaser, Ansaugtrichter geändert, die Ansaugkummer geändert, bisschen gerade gemacht und
Kipphebel, was habe ich nochmal? Also im Wesentlichen Vergaser geändert und die Schwungscheibe, da hing das Ding ein bisschen besser am Gas, ging besser. Das hat schon ausgereicht. Ne? An der Auspuffanlage, sagen wir mal, dann ging das schon so. Naja, und dann fing das da an, also die ersten Flugplatzrennen zu fahren und das ging auch ganz gut. Also ich war, stand ein paar Mal auf dem Podest und dann, ja, das hatte mich halt gepackt. Aber wenn du da Rennen fahren wolltest, dann hatte ich so ein Kombi, ich weiß nicht, Ford Kombi, und da musste ich das Vorderrad, Hinterrad ausbauen, dann habe ich das Motorrad halb zerlegt, da hinten reingepackt und dann hingefahren, dann parallel aber noch die Schule und so, naja, und dann haben die gesagt, ja, also ich könnte, also der Lehrer war ganz begeistert, so, der hat meine, sagte, pass auf, du hängst noch ein Semester dran und dann machst du einen Ingenieur, noch ein bisschen Diplom-Ingenieur. Ich sage, soll ich das? Ja, das machen wir, mach ich, sagte, mach, kriegst du hin, so, naja. Habe ich aber gesagt, nee, mache ich nicht, ich will Motorradrennen fahren. Und dann habe ich gedacht, so gut, dann musst du halt die Prüfung machen. Da habe ich eine Prüfung gemacht, meine Prüfungsarbeit war ein Mikroskop konstruiert. Da habe ich ein Mikroskop konstruiert, aber das machst du natürlich mit Pergamentpapier, Reißbrett und so, fängst dann an, nichts elektronisch, gar nichts. Ne? Habe ich auch gemacht, war ganz gut. Da wollte ich mich bei Leitzwerke bewerben, habe ich mich dann auch in Wetzlar beworben, aber... Das war mich heute noch das ganze Gespräch erinnert, aber das haben sie mich dann doch nicht genommen. Ich war erst so ganz positiv, aber nee, nachher haben sie mir gesagt, nee, es störte, dass ich Maschinenschlosser war von der Grundausbildung und ich bin Feinmechaniker und so, das war ganz gut. Heute bin ich ja froh, dass sie mich nicht genommen haben. Ja, wären sie bei Leica geblieben, ne? Kameras konstruiert. Ja, ja. Ja, das, ja, wahrscheinlich vielleicht hätte ich auch in der Abteilung übernommen oder wie auch immer. Ja, ja. Aber nee, für mich war damals wichtig, ich wollte ein Motorradrennen fahren. Und das habe ich dann mit der Moto Guzzi von dem Sport dann auch ganz viele Flugplatzrennen gefahren. Das war eigentlich nur. Naja, aber dadurch, also nach der Schule wieder zurück. Und dann hat sie dann Kontakt natürlich zu vielen Motorradfahrern, wenn du immer wieder unterwegs warst. Ne? Ich wohnte dann am Edersee, bin ich dann wieder zurück zum Edersee. Und dann bist du da rumgeballert und dann kannst du natürlich Leute und sind viele Freundschaften entstanden und das hat sich dann auch noch mehr auf Kassel dann konzentriert, weil ich dann den Job in Kassel bekommen habe, also nicht bei Leitz und so, das ging dann nicht und dann haben die mich bei Taylorix genommen. Taylorix ist in Kassel, war zu dem dann Taylorix AND war das, alphanumerische Datenauffassung. Das war also die Zeit, wo die Computer anfingen. 73 habe ich dann da angefangen, Ende ganz, 73. Die ganz frühe Computerzeit. Ja, ging das dann los und habe dann hier da Computer repariert. Aber das war zu einer Zeit, wo die Computer so riesen Räume brauchten mit Klimaanlagen. War da noch sehr viel mit Transistoren, mit Leiterplatten. Also du hast die Leiterplatten gezogen, hast die Transistoren durchgemessen. Ja nein, geht nicht, dran neuen Transistor. Dann kam die Zeile mit den Chips auf, da musst du den Chip erneuern oder auch da löten machen und so. Und wir haben dann die ganzen Maschinen, also die ganzen Anlagen hier in Kassel, zum Beispiel fällt mir gerade ein, das Kali und Salz, weil hier, die waren Kunden von uns. Dann haben wir die ganzen Anlagen gewartet und das war eigentlich auch Spaß gemacht, ne? Und das war dann auch da, hatte ich dann wieder das Problem, da waren wir mittags um 2 fertig, wir hatten dann so Programme, die und den musste machen, und wir Erwartungen machen, wenn du die gemacht hast, Feierabend, das war dann immer so, na gut, dann waren wir so um 2, 2:30 fertig, jetzt gehen wir erstmal ins Café Nenninger, ich sag, wie, was, meine Kollegen, wir waren immer so ein Team, 2, 3 Leute, und ich sag, ey, komm, lass uns doch, wir können die auch noch machen, wir machen die Firma noch. Nein, das geht nicht. Wieso? Wir haben heute alles geschafft. Ja, wir können nächstens Kaffee setzen. Doch. Das ist mir so auf den Zeiger gegangen. Ne? Naja. Ja. Denn habe ich gesagt, das kannst du nicht machen. Das geht doch hier nicht weiter. Ne? Naja, und parallel entwickelt sich meine Motorradfahrerei, aber doch auf der Straße, so hier lokal, dann schon sehr extrem und war dann auch nicht ganz ungefährlich, weil ich halt immer Gas geben wollte. Und dann habe ich mich allerdings auch über die Motorradhändler geärgert, die hier in Kassel waren. Ne? Die hatten keine Ahnung. Ich habe dann gemerkt, die haben gar keine Ahnung, waren die unfreundlich. Und dann habe ich mich darüber auseinandergesetzt mit meinen ganzen anderen Freunden. Und dann haben die alle gesagt, Helmut, warum machst du denn dich nicht selbstständig? Warum machst du keinen Motorradladen auf? Ja. Sagst du, normal, wie soll ich denn das machen? Soll ich die Kohle haben? Ich könnte das zwar, habe ich mir gedacht, weil Motoren zerlegen, machen, das war mein Ding nachher. Und
sagt er, ja, nö, das, dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Also gut, ich habe mal einen Laden gesucht, dann kriege ich auch einen kleinen Lebensmittelladen hier in Kassel, an der Buchenstraße. Und dann hatte ich, ich war damals ganz stolzer Besitzer eines Golfs. Ich hatte einen der ersten Golf gekauft, war schon gut. Und den habe ich natürlich dann verkauft, dann hatte ich so um die 5000 Mark hatte ich dann so. Und das war mein Startkapital. Und dann habe ich angefangen, ganz kleinen Motorradladen zu machen. Natürlich war das schwierig mit der Genehmigung, weil ich war ja kein Ingenieur und Meister war ich auch nicht. Und der Handwerkskammer eintragen ging gar nicht. Und da hat ein Freund, der in Korbach, den ich aus Korbach kannte, dem damals die Megafonrohre gebaut hat für sein Gespann, der war aber Meister. Ja, okay. Und der sagte, hey, pass auf, wir lassen das über mich laufen. Und dann haben wir das in Korbach, die Adresse, und dann hat die Zweigstelle in Kassel. Und es aber mit Zweirad Röth, das war ja damals der Importeur für Suzuki und Ducati, den habe ich das alles erklärt, das war denen völlig egal, weil die mochten mich und haben gesagt, Helmut, mir egal, wir liefern dir deine Motorräder, wir machen das schon. Dann kannte ich aber auch den Sohn von dem Chef von der Handwerkskammer, der war dann Kunde bei uns und er sagte, wie, was, ist doch Blödsinn, so ein Quatsch. Also war ich auf der Handwerkskammer und dann haben die das mir hier erlaubt, also war ich dann auch legal in Kassel anwesend. Ja, und kriegte dann meine ganzen Suzukis und Ducatis. Ne? Und warum Suzuki? War das was? Ach so, war, ja, so, das war kam über Ducati. Also nein, das war über Zweirad Röth. Also okay. Zweirad Röth war Importeur von Moto Guzzi. Ja. Ja, und da ist eine ganz starke Bindung entstanden zu denen. Ne? Und nur war damals, gut, da kam damals die Suzuki, der Wasserbüffel, dann gab es die GT 55, die Dreizylinder und so. Also das war damals auch ganz interessant. Aber meine Leidenschaft war dann aber auch für Ducati da. Ja. Ich wollte also unbedingt Ducati. Das war, und es war damals, die Ducati 57S und die SS war damals das Motorrad. Ne? Und also gut, ja. Und hat er gemacht. Ne? Also wurde ich dann Vertragshändler. So, ich kriegte dann meine ersten, musste ich natürlich dann über eine Bank bezahlen. Das war dann aber auch nicht so ganz einfach, aber das ging dann. Ich konnte mein Konto um 5000 Mark überziehen. Das war schon. Aber es ging, dann habe ich Zahlungsziel gehabt, die haben mir vertraut. Naja, aber was entscheidend war, als wir diesen ganz kleinen Laden gemacht haben, was ich gemacht habe, ich habe eine Sitzecke erstmal eingerichtet in dem Laden, aber selber gebaut aus Spanplatte, mit Teppich bezogen, einen kleinen Tisch, so einen Block gemacht. Und dann hatte ich, also wir sind jetzt 1975, Melitta Kaffeemaschine. Melitta, also Espresso, Cappuccino, Italiener, das kannte damals. Die ersten Italiener kamen gerade, die Gastarbeiter haben die ersten Pizzerias aufgemacht, Anfang der 70er Jahre. Also mir gab es kein Cappuccino, kein Espresso, sondern Melitta Kaffee. Und Gebäckstückchen von der nächsten Bäckerei, stolze Schnecken um die Ecke rum. Das gab es mit mir umsonst. Und da saßen die ganzen Jungs da, mit denen ich sowieso ganze Woche über gejagt habe, am Edersee, die Randstraße oder so, die wahnsinnig mal da rumgerast. Und die kamen dann alle zu mir, haben Kaffee getrunken. Wir haben überlegt, wer bremst am spätesten, wer ist der Schnellste, ne, oder welche Mädels sind zu geil oder wie auch immer. Das war ja denn, war doch so. Ne? Und da haben wir dann da zusammengesessen und dann kriegten das und dann. Die konnten gar nicht mehr anders. Die haben natürlich dann auch die Motorräder bei mir gekauft. Ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist die Firma Comco Leasing. Die machen eine ganz besondere Sache, die perfekt zu meinem heutigen Gast passt. Oldtimer und Youngtimer Leasing. Und ganz sicher haben sie damit schon zahlreiche Träume mit den Autos erfüllt, um die es in dieser Folge geht. Ob neuer oder historischer Ferrari, es hat zahlreiche Vorteile, so einen Wagen nicht privat zu kaufen und gleich komplett zu bezahlen. Denn zum Beispiel erhaltet ihr euch die Mehrwertsteuer, auch wenn ihr den Wagen privat nutzt. Und 19% bei einem Wagen, der schnell mal einige hunderttausend Euro kosten kann, ist ja auch schon mal ein bisschen Geld. Oder ihr nutzt die 1%-Regel, die ja auf den ehemaligen Neupreis gerechnet wird. Ein Ferrari 308 GTS zum Beispiel hat 1978 knapp 64.000 Mark gekostet. 1% davon sind heute gut 330 Euro. Das nur mal so. Mit Comco könnt ihr alles verbinden, einen Klassiker als Geschäftswagen leasen und von allen Vorteilen profitieren. Informiert euch am besten gleich und vielleicht rückt der Traum Youngtimer als Alltagsauto schneller in greifbare Nähe, als ihr es gedacht hättet. Alle Infos findet ihr unter www.comco.de. Das wird übrigens zweimal mit C geschrieben, ganz wichtig, also C-O-M-C-O. Und dort findet ihr die Experten, die euch gerne alles nochmal erklären. Dort bekommt ihr übrigens nicht nur Autoleasing, sondern auch Boote, Flugzeuge, alle Arten von Maschinen, Energie und Schienentechnik geleast. Comco, das ist Leasing mit Handschlagqualität und den Link, den findet ihr auch nochmal unten in den Shownotes.
Und jetzt geht's weiter mit meinem heutigen Gast. Es war eine Atmosphäre, die sich gebildet. Die haben natürlich, wenn du nur nett bist, reicht das ja nicht. Ja. Sondern es war natürlich auch, ich hatte dann zwei Jungs, die mir geholfen haben, die dann, der eine hatte studiert, hat Abi gemacht, wollte dann studieren, hat er dann bei mir als Mechaniker gearbeitet. Also die haben dann, und ich hatte dann wirklich immer gute Leute und ich selbst habe fast, wir waren zu zweit nur das gemacht. Ne? Und da war natürlich, dass die Kompetenz das eine große Rolle spielte, dass ich das konnte. Ne? Mhm. Da kamen die Yamaha-Fahrer vorbei, Kaffee trinken, oh, mein Ding hat aus, ich sag, die läuft noch, die geht nicht irgendwo. Ich sage, lass mal nach der Zündung gucken. Wie? Ich sage, komm, mach einen Deckel ab. Prüflampe rein, war ja noch Zündung mit Kontakten. Ja. Ne, guck gemacht, naja, ich sage, das Ding hat viel zu viel Spätzünden oder das geht nicht. Wie? Ich sage, komm, ich stelle das schon rein. Zack, zack, Zündung angestellt. Boah, ey, das geht. Eberlein, klasse, ich kaufe mir den nächsten Mal eine Suzuki. Okay, ne? Ja. Und das sprach sich dann rum. Und dann, rief mich mal an, aber weiß ich ja wie heute. Motorradhändler rief mich dann an, hier aus Kassel, war damals der Größte und sagte, Helmut, ich habe gehört, bei dir gibt es Kaffee umsonst, zum Kuchen auch noch. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen. Das war ja damals, war wirklich so. Ganz verrückte Zeit. Genau, ich sage, nee, mir macht das aber Spaß und ich mache das so. Naja, das ging dann weiter. Dass dann kam, der Laden platzte aus den Nähten. Das war ein kleines ehemaliges Lebensmittelgeschäft. War auch ein bisschen schwierig. Dann hat sie an der Ducati Megafon-Rohre dran gemacht. Und bist dann mit der 750S durch die Stadt gefahren, um mal zu gucken, ob die Gas annimmt. Ne? Das war dann schon... Den Nachbarn haben wir zweimal so gemacht, aber es war nicht nur, sondern kriegte ich eine Tankstelle angeboten hier in der Leipziger Straße, also fast hier gegenüber. Es war Ende 77 und dann bin ich umgezogen, 77 in die Tankstelle, dann die große Waschhalle ausgebaut, mit meinem Vater noch zusammen, der hat mir geholfen, da haben wir das ganze Ersatzlager aus Dachlatten gebaut, komplett. Und da eine Werkstatt eingerichtet und dann ging das los mit Zubehör. Ach so, da habe ich damals schon jede Menge Zubehör verkauft. Ne? Also Krawel war damals der Importeur. Also Lederkombis, ja. Dann kam Dieter Braun, den hatte ich auch im Fahrerlager kennengelernt, der Dieter Braun, nachdem er aktiv aufgehört hatte, fing er an Leder, Motorradbekleidung zu machen. Und dann kam der Dieter zu mir, Helmut, willst du nicht mal Lederkombis verkaufen? Und wir Massen, und FLM war damals auch, also haben wir Dieter Braun, Lederkombis und FLM verkauft und entwickelten, haben uns dann einfach auch da drüben in der Tankstelle, also da habe ich noch so einen kleinen Ausstellungsraum selber gebaut mit meinem Vater, haben wir noch zusammen gemacht. Und dann, das Ding war brechend voll. Ne? Brechend voll Motorräder und Klamotten und die Leute kamen zu mir. Da gab es natürlich auch den Kaffee umsonst immer. Die Leute haben sich einfach nur wohlgefühlt bei uns. Ne? Das war, aber es platzte da schon aus den Nähten alles. Ne? Mhm. Also das war schon gewaltig. Also musste ich irgendwas machen. Und dann gab es dieses Grundstück hier, wo wir heute sind, hier an der Leipziger Straße. Das waren Straßenbahn-Wendeschleife hier. Mhm. Und die KVG, die Kasse der Verkehrsgesellschaft, hat das Ding verkauft. Und hat uns das angeboten, ich weiß gar nicht mehr, was haben wir da, 80 Mark oder sowas für einen Quadratmeter, das ging dann, ja, aber es war natürlich in der Saison, waren ein paar tausend Quadratmeter hier, das ging und dann wollte ich hier einen Mitsubishi-Händler hin, dann haben die gesagt, na gut, wenn ich 100 Mark bezahle pro Quadratmeter, dann kriege ich das, das war also egal, ich wollte das unbedingt dann machen und dann habe ich das natürlich gemacht. Zum Glück hatte ich zu dem Zeitpunkt eine Bank, die an mich geglaubt hat, der Chef von der Bank, der Landesverband lebt heute nicht mehr und der hat mir einfach vertraut und sagte, wenn du das machen willst, machen wir. Kann ich mich drauf verlassen? Ja, zack, und dann kriegte ich den Kredit. Also konnte ich hier das Grundstück kaufen, konnte hier diesen Laden bauen, den kleinen, erstmal einen Ausstellungsraum nur. Und ja, dann hatten wir eine riesen Eröffnungsfete, also das war schon anders als alle anderen das gemacht haben. Und Sie waren dadurch Endes Deutschlands größter Suzuki-Händler. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt auch, also fast jedes Wochenende am Nürburgring unterwegs, da gab es die sogenannten Zufis sind Zuverlässigkeitsfahrten. Ja. Das waren so getarnte Rennen auf der Nordschleife, 10 Runden, 2x10 Runden und dann eine Sonderprüfung. Die Sonderprüfung war halt eine Zeit, also die 10 Runden, jeweils 10 Runden, die waren auch Zeitvorgabe. Du hattest also eine Zeitvorgabe. Du musstest halt meinetwegen 10 Minuten oder 11 Minuten, ich weiß nicht mehr, was für eine Zeit war, wenn du flott gefahren bist, konntest du das schaffen. Da musst du jedes Mal stempeln, zack, zack, geschafft. Und dann hat natürlich jeder geschafft. Wenn du nicht aufs Maul geflogen bist, hast du es geschafft. So, aber wer gewinnt denn nur? Dann gab es eine Sprintrunde.
Und das war an sich, hast du die ganzen 10 Runden, hast du dich nur darauf vorbereitet, die Sprintrunde zu fahren. Du bist eigentlich 10 Runden Rennen gefahren, wer ist der Schnellste und wer kann nachher am besten das in der, da habe ich Helmut Dähne kennengelernt. Oh, ne? Mensch, der Große, ja, das der. Helmut Dähne kennengelernt, ne? Aber da hatte ich ja, das war, also da hatten wir ja gar keine Chancen gegen Helmut Dähne. Der war ja der König der Nordschleife, das war also wirklich faszinierend, ja, wie schnell der Junge war. Naja, allerdings habe ich da auf der Nordschleife bei den Dieter Braun kennengelernt. 77 war das. Mhm. War ich unterwegs und, mit einer Ducati auf der Nordschleife. Und da fuhr einer mit einer BMW vor mir, war relativ schnell. Aber ich habe dann lange, glaube ich, im Karussell bin ich hinten rein, zack, habe ihn dann gekriegt. Und dann bin ich ins alte Fahrerlager gefahren. Stehe da, ziehe einen Helm, kommt der mit der BMW dann auch hinter mir, zieht einen Helm ab. Sagt der Schreiner, wer bist du denn? Ich sage, und bist du der Dieter Braun? Ja klar, was machst du denn, wie fährst du denn hier? Ich sage, das glaube ich jetzt nicht. Ich sage, Dieter, was ist denn los? Ich sage, du hast ja einen Unfall gehabt, vor so einem halben Jahr hat er einen Unfall, da war er noch in der Reha-Phase. Hast du Glück gehabt, dass ich ja nicht ganz fit bin? Da ist dann eine Freundschaft raus entstanden aus diesem Kontakt, denn wie gesagt, wir haben dann auch die ganze Lederbekleidung für ihn verkauft und so weiter, bis heute noch. Ne? Also wir haben heute noch einen regen Kontakt zueinander. Naja, das führte dann, die Rennen endeten dann halt immer in einer Sprintrunde und das hat halt dann einen riesen Spaß gemacht, hat aber dann auch Lust auf mehr gemacht. Ne? Dann fing das an mit den Flugplatzrennen, das wurde dann noch extremer. Dann kamen die ersten Sägemaschinenrennen, fing dann an, dann waren nicht nur Zufis, gab es Sägemaschinenrennen. Hockenheim, 100 Starter. 100, also genannt, und 30, 35 durften ja nur fahren. Qualifizieren, ja. Also Zeittraining. Ja. Zeittraining, Pflichttraining machen. Und dann war ich immer unter den ersten 10, war Minimum 4., 5., 6. war ich dann immer so. Das war, ja, das wurde dann schon sehr, sehr, sehr extrem. Aber Werksfahrer konnten Sie nicht werden für Suzuki oder so? Nein, das ging auch. Da war ich auch nicht, da gab es ja andere Leute, wie halt auch Dieter Braun oder Toni Mang oder so. Ja. Das waren ja Leute, nein, das waren ja Profis. Ich war da zwar immer mit einem Kampfgeist und einem großen Herzen dabei, aber hatte ich natürlich einen Nachteil von meiner Größe her. Ne? Mhm. Wenn du 1,93 bist und dann, das fing ja damals auch gerade erst an, da änderte sich der, bis dahin ging es noch, aber der Fahrstil änderte sich ja dann auch extrem. Janus Sarin hat das eigentlich angeführt, dieses Knie vom Tank und dann auf dem Knie schneiden lassen, das fing ja da erst an durch ihn. So, ja. Ne? Und das war also, das kam dann erst so ein bisschen später bei mir, ne? Dann kam das erst dazu. Jedenfalls hat das mich dann schon geprägt, die Rennerei, die Motorradrennerei, und hat sich natürlich auch niedergeschlagen hier in meinem täglichen Geschäft. Mhm. Ne? Ich zog natürlich dann Leute an, die Lust hatten. Ich habe super Mechaniker gehabt. Mhm. Ich darf gar nicht, jetzt fällt mir gerade ein, einer meiner Jungs, der hat mir geholfen, hat Abi gemacht und wollte studieren und hat dann angefangen bei mir Aushilfe zu machen als Lagerist und alles so Mann für alles, der Detlef. Detlef hat nie studiert, sondern der ist heute noch hier. 42 Jahre. Okay. 42 Jahre ist er Detlef. Oder auch, ich habe also einige Mitarbeiter, die über 30, 35 Jahre, die in dieser Zeit geprägt waren. Und alles, was uns damals verbunden hat, war halt, das, was wir machen, machen wir mit Begeisterung und muss einfach gut sein. Und das wollen wir halt auch gut machen. Und das hat uns halt unterschieden von den anderen, weil es die Motorräder waren ja überall dieselben. Ne? So eine Suzuki oder eine Ducati konntest du überall kaufen. Nein, wir wollten aber nicht in der Kasse kommen. Ne? Und das war damals natürlich nicht so einfach wie heute. Google, Internet oder sowas gab es gar nicht, sondern das ging nur über Kontakte. Nur über Kontakte. Und da ist Rennerei natürlich dankbar, ne? Weil man auf den Rennstrecken die ganzen anderen Fahrrad trifft. Ja. Ja, das war wirklich so. Ich weiß nicht, wir sind am Mainz-Hinten Flugplatzrennen. Da war im Regen, da sind wir gefahren und es war so schwierig zu fahren. Ich denke, naja, den kriegst du noch mal in letzter Runde. Nee, habe ich gesagt, komm, lass, bevor du ausmaufst, ich war die überall rumgeflogen. Bin im Fahrerlager, auf einmal rufen die mich auch, da war ich Zweiter. Und wusste das aber gar nicht. Und das war so ein Durcheinander, ne, auf der Rennstrecke. Also das war wirklich crazy. Naja. Ja, dann entwickelt, dann hatte ich ja hier den Motorradladen und das entwickelte sich so super,
dass wir dann in der Spitze 500 Motorräder verkauft haben. Im Jahr. 500? Ja, 500. Anderthalb am Tag. Ja, 500. Krass. Also Suzuki und Ducati und auch, nee, Lavera hatte ich, Bimota hatte ich noch. Aber Bimota waren keine Stückzahlen, das waren nur ein paar. Das waren die High-End-Maschinen. Das waren 25.000 Mark. Ja. Das war wahnsinnig viel Geld. Ja. Und mit der Bimota bin ich auch Flugplatz reingefahren, ne? Waren denn danach, von der Flugplatz sind ja brutal, du hast ja Beschleunigung, dann wieder zurück, kann, waren danach die Tauchrohre, waren nachher defekt, weil die Simmerringe ließ Öl aus, stand hier vorne, war alles. Das waren die Bimota, hatte ich geschenkt gekriegt von Suzuki. Das war ein Geschenk für den ganzen Einsatz im Motorsport und für die Firma haben die mir damals geschenkt. Das war also schon, und da ärgere ich mich heute, dass ich irgendwann wieder verkauft habe, weil ich immer wieder das Geld gebraucht habe, um zu investieren. Ja, ja. Also das war schon eine verrückte Zeit, die aber davon geprägt war, dass du Dinge einfach gemacht hast und versucht hast, aber auch zu kommunizieren. Ne? Und das war damals halt ganz anders, geprägt von dem, in dem du die Dinge persönlich gemacht hast. Mhm. Und es ging gar nichts mit Google machen. Und das Schöne war an der Zeit, und das ist, glaube ich, heute schwieriger, sich selbstständig zu machen. Das, was du wusstest, in dem Moment, der hat dies, der hat da das Motorrad, da, das wusstest nur du. Du konntest nicht googeln, oder wird das und das Motorrad, der hat eine Ducati SS, oder später, der hat einen Daytona. Wir hatten ja, und das ist ein Architekt in Düsseldorf, der hatten seit Jahren einen Daytona in der Garage stehen. Ja, wenn der den verkaufen wollte, hat er den eventuell in der Automotorsport eine kleine Anzeige gemacht. Oder hat gesagt, ach, na, lass mal. Und dann bis mal irgendeiner erzählt hat, ja, da musst du halt hinfahren. Ne? Aber das war halt die Zeit ohne Internet und ohne Handy, die ich dann geprägt hat auch. Aber du bist dann natürlich auf eine andere Art und Weise kontaktfreudig. Oder es ist anders. Die Kontakte, die du dann hast, die sind verbindlicher. Wir haben wir wissen es ja nur selber, über Facebook, Internet und die ganzen sozialen Medien, was für eine Fülle von Kontakten wir heute haben. Alleine 1300 Kontakte jetzt in meinem Handy. Ja, was ist so oberflächlich. Aber genau, es ist nicht so tiefgründig. Ne? Und ich merke das ja heute, dass heute noch aus dieser Zeit, dass wir die einen sehen, wie stark da die Bindung ist. Und das vermisse ich halt auch so ein bisschen in der heutigen Zeit. Und wohin das führt, ist mir halt auch nicht klar, weil es fördert, ich weiß es auch nicht, darüber kann man natürlich philosophieren, ob es den Egoismus fördert oder so, oder die Selbstverständungsbedürfnis oder was auch immer. Das war damals gar nicht so. Du musstest einfach dein Ding machen und sehen, dass du Leute findest, die, die mitziehen. Dass du mit denen reden kannst und was machen kannst. Ja, ne? Ja, naja, dann war, um das jetzt die Motorradrennerei, war sehr geprägt von sehr viel Ehrgeiz und gerade das letzte Rennen 1987, da war ich schon ganz gut. Die ersten Superbike-Rennen gingen los, sehen wir schön mal einen Superbike-Lauf in Hockenheim. Ich war Vierter im Training, waren 100 beim Fahrerlager, 30 dann Zeit. Vierter mal war der kleine Kurs noch, wer ihn kennt, kleine Kurs mit der Querspange Hockenheim, war schon sehr speziell für sich. Naja, und dann stehst du dann am Start. Ich weiß heute noch, wie ich aus dem Fahrerlager auf dem Fußrasten stehen, raus zum Vorstart, zum Start. Dann stehst du in der ersten Startreihe, drehst dich um, dann stehen da nochmal 30 mit Fahrer hinter und jeder will gewinnen. Ja. Und dann ist die Ampel rot und da muss ich dann, wenn mir es einfällt, muss ich an den Film Le Mans denken. Ja, das ist so wie die Zeitlupe dann läuft. Babam, ne? Ja, wie dieser Impuls. Genau. Und ich kann das nur bestätigen. Ja, das glaube ich. Ich kann das gerade, wenn an diesem Moment, das ist ja immer wieder abrufbar. Ja, und dann geht das natürlich los. Zack, Ampel grün und los. Ne? Dann los. Ja, klar, und da kommt Querspange rein, die erste Kurve. Das war schon ein bisschen knapp, aber ich war an dritter Stelle, wollte da auch bleiben und dann wenn du einen kleinen Kurs kennst, klar, links, schön links, Querspange, da kommst du rauf auf den Grand Prix-Kurs, aus der Querspange raus, rechts rein. Ziemlich enge Ecke. Das war ich, den dritten hatte ich ausgebremst, zweiter, und dann wollte ich aber als erster raus. Ne? Also wollte als erster ans Motodrom kommen, habe ein bisschen zu viel aufgemacht, war das Hinterrad weg. Naja, und bis zum Motodrom-Eingang sind es ja nochmal so 30, 40, 50 Meter. Jedenfalls habe ich die nun auf den Fußrasten. Und auf dem Anlieger und auf meiner teuren Yoshimura Titananlage
Da habe ich sie verbracht und bin dann da geholt. Ich habe nur noch Bremsscheiben neben mir gesehen. Aber es ist keiner außer mir gestürzt. Die sind also teilweise mit mir ins Grüne wieder raus rein. Aber ich lag dann da. Ja. Und meine Titan-Yoshimura-Anlage hat sich dann in den Unterschenkel reingebrannt. Oh. Ja, aber es hat in dem Moment war so viel Stress, das war nur unangenehm. Naja gut, aber es war so, dass ich nicht laufen konnte und dann ins Krankenhaus und dann Hockenheim Krankenhaus. Jedenfalls haben die mich dann auch relativ schnell wieder aus entlassen. Aber im Fahrerlager stand dann meine Frau Conny mit ihren beiden Kindern, mit meinen beiden Jungs, 2 Jahre und 5 Jahre alt. Ja. Zwei Jungs, die warteten, dass der Papa, Jochen Lux, Streckensprecher. Oh ja. Jochen Lux am Telefon sagte, ja, Helmut Eberlein, Freund aus Kassel, gestürzt. Dann stehst du im Fahrerlager mit den beiden kleinen Kindern und wartest, dass der Papa Motodrom durch die Opelkurve die Ziegellage rangeballert kommt. Er kommt aber nicht. Ja. Auf der Bahre im Krankenhaus. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, es hat keinen Sinn mehr, ich höre auf. Denn die Firma 87, kommen wir gleich noch zurück, was 87 noch war. Was war das dann der Schluss? Ich habe dann gesagt, ich höre auf. Also ich wurde dann auch gezwungen, mehr oder weniger aufzuführen, weil mein Banker sagte dann auch, Eberlein, das geht nicht mehr, das ist uns so gefährlich. Alle Lebensversicherungen erstmal abgetreten sowieso, aber sie wollten dann, dass ich aufhöre, hinzufahren. Aber ich war auch selbst motiviert aufzuhören, weil meine beiden kleinen Jungs im Fahrerlager, Papa im Krankenhaus. Ich kam dann ja ins Fahrerlager zurück und bin dann natürlich auch noch nach Hause gefahren. Das war ein bisschen verbunden, ging dann schon. Naja, und das war dann das Ende. Aber zu dem Zeitpunkt, und das muss ich jetzt noch erzählen, war ich ja schon in der Automobilbranche relativ aktiv. Ich durfte als einziger Suzuki-Motorradhändler den Suzuki LJ80, dann den Vitara, den 413 verkaufen. Und dann kam der Suzuki Swift. Damals war das ja der Knaller, der LJ80. Es war ein sympathisches, Auto, ne? Schönes Auto. Ja, und das hat mich natürlich auch begeistert. Und da waren wir auch dann relativ gut. Ne? Also während dann hier drüben ging das richtig, also als hier in der Firma ging das los, da haben wir immer so 120 Suzukis verkauft. Also Autos. Ne? Ja. Und zum Schluss waren das dann, also zwischen 300 und 500 Motorräder entwickelt sich das immer. 85 kam dann aber Alfa Romeo zu mir und fragte mich, weil wir hatten uns ja in der Automobil so ein bisschen Namen schon gemacht und so. Aber da war hier der Alfa Romeo Händler in Kassel. Und der war pleite. Und dann kam, und der Alfa, der kannte mich, der fuhr immer lang, der Vertreter, der Gebietsvertreter von Alfa. Und der kam dann zu mir hier und sagte, Herr Eberlein, wollen Sie nicht Alfa Romeo machen? Ich sage, nee, wie soll das denn? Ja, ich habe genug, wir kaufen so viel Motorraum, 300-400 Motorräder schon, 85, klar waren das schon bei 400. Ich hatte die Bude voll ohne Ende und hier keinen Ausstellungsraum. Ich sage, nee, warum soll ich das machen? Nee, will ich nicht und so. Ah, Alfa ist doch schön. Ja, gucken Sie mal hier, was machen wir? Da haben wir gerade den GTV, den Sechszylinder Alfa GTV, okay. Super Auto. Und es sind so kleine Dinge, die dich manchmal beeinflussen, Entscheidungen zu treffen. Da zeigt er mir eine Anzeige. Das war so eine halbe Seite, kommt in der Automotorsport. Da kam der GTV von vorne, der ja so geil über so eine Kuppe, sieht geil aus. Und da stand als Headline, erhalten Sie sich Ihren Anspruch auf Individualität. Alfa Romeo. Und da habe ich gesagt, das war ja genau mein Ding. Das Bedürfnis nach Individualität und anders sein als andere. Ja. Und da habe ich gesagt, ich mach's. Wie? Ja, aber ich habe keine Kohle. Ich sage, ich kann nicht, wir müssen schauen, mal. Naja, Eberlein, da geben wir Ihnen einen verlorenen Zuschuss. Ich sage, was ist das denn? Ja, Sie kriegen 100.000 Mark von uns, wenn Sie das bauen. Ich sage, wie soll ich denn die zurück sagen? Nein, das ist ein verlorener Zuschuss. Ach so, okay. Ich sage, das finde ich aber cool. Ja, aber wir erwarten natürlich von Ihnen, dass Sie gut sind. Ich sage, naja gut. Das haben Sie ja vorher schon bewiesen. Das zeige ich euch dann. Ja, das kriege ich schon hin. Und ich wollte dann den Showroom neu machen. Dann machen wir hier und da. Und dann haben wir das gemacht und das lief natürlich auch mit Alfa. Ne? Wir hörten da mit der 80er, ne? 85 ging das los und dann kam der Alfa 75, kam er dann raus und so. Also es war dann wie die 33 in verschiedenen Versionen und das entwickelte sich dann richtig gut. Dann war ich, einmal zu den 10 besten Händlern, 2-3 Jahre schon später. Da waren wir in Indien und Hongkong sind wir eingeladen. Also die Hersteller waren damals noch sehr großzügig. Die haben riesen Reisen veranstaltet, wenn du gewonnen hast. Da gab es, also wenn du das und das gewinnst, dann machst du das. Ne? Und
weiß ich das, immer durch Indien. War ich eine Indienreise gewonnen mit 20 anderen Händlern und so. War Wahnsinn. Taj Mahal ist davor gestanden und so. Das war ein, was war denn das, 87 oder so? Was muss das so gewesen sein? War Wahnsinn. War ganz am Anfang. Und da haben Sie aber Alfa und Suzuki gemacht. Das ging parallel? Ja, dann waren wir, wir waren dann hier Alfa Romeo und Suzuki Händler. Das war dann also schon eine Herausforderung. Deswegen musste ich ja auch, dann habe ich ja in die Werkstatt für selber, also klar, die 100 waren da relativ flott weg und dann habe ich von meiner Seite her immer noch weiter erweitert und immer größer gebaut, ne, damit wir einfach dann mehr Platz hatten. Aber 87, ja, Alfa Romeo, ja gut, das war jetzt, also Alfa Romeo war jetzt für mich persönlich, klar, ich habe einen Alfa 6 gefahren, das war damals die Limousine überhaupt, die musstest du haben, also für mich und meinen Kindern und so, das war dann auch ganz praktisch, naja. Und 87, Ende 87, kommt dann ein Italiener zu mir und möchte ein GTV kaufen und möchte aber sein Ferrari in Zahlung geben. Ich sage, was ist das denn? Ein 308 GTB. Ja. Er mit dem hierher. Ich aber nicht so viel. Ja, fand ich geil, Ferrari. So, dann habe ich das Ding, oh, das ist ja geil, so ein Auto. Das kommt mit Farbe, habe ich mit dem Ding rumgeballert. Und er auch, da hier, gib mal Gas und so, 1000 Rundinstrumente, Vergaser, Motor, trocken, sonst nur. Das war ja, das war so ein bisschen die Konfrontation mit der Technik. Mhm. Das war nicht einfach, also du hast das Auto gefahren, heute ist ja so mit den gesteuerten Autos, die fahren dich ja. Und das ist halt der wichtige Unterschied, ich fahre das Auto, nicht das Auto mich. Mhm. Und das ist so ein Auto, wie jeder Klassiker fordert dich heraus, das zu machen. Ja. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Naja, also wollte ich das Geschäft unbedingt machen. Ne? Und der wollte aber 60.000 Mark dafür haben. Das war natürlich ein bisschen knapp. Wir hatten gerade so einen Haufen Neuwagen hier stehen und war ein Konto ziemlich dicht. Und dann habe ich meinem Banker, ich will den GTV verkaufen, ich muss aber den Alfa einzahlen. Der war ja teurer als der GTV. Ich muss ja mal Geld rausgeben. Ich habe jetzt auch schon gerade gefragt, wie man sowas in Zahlen. Ich sage, ich brauche mal so 60.000 oder 65.000 waren es damals. Und dann sagt er, ja, wieso das denn? So. Das war aber 87. Und da habe ich gesagt, ich höre auf, Rennen zu fahren. Haben wir doch gesagt, ja, können wir uns darauf verlassen, Herr Eberlein? Ich sage, ja, machen wir. Okay, Sie kriegen die 65. Dann durfte ich mein Konto entsprechend überziehen. Zack. So, dann hatte ich jetzt das Auto und dann bin ich damit rumgeballert. Ich, Motorradrennen ging nicht mehr. Das war für mich wie so ein Ersatz zum Motorradrennen. So, das hat aber einen Wahnsinn Spaß gemacht. Kannte ich gar nicht, weil Autobahn war für mich früher von A nach B. Kommen, machen. Entweder bin ich nur Motorrad rumgerast und Autofahren war nicht. Auf einmal zündete das in mir, wie wahnsinnig. Ich sage, weißt du, da wollte ich das alles wissen. Ich mir erstmal alle Bücher gekauft über Enzo Ferrari. Denn alles, was es gab über Enzo Ferrari. Und dann habe ich geguckt, wer hat denn, dann habe ich die Ferrari-Händler, bin ich hingefahren bei Autobäcker und so, habe dann geguckt, wer macht denn das alles, was machen die da. Und dann hatte mich erstmal ein Ferrari-Club eingetreten, Ferrari-Club Deutschland, war ich eines der ersten Mitglieder bei jeder Veranstaltung. Und dann lerntest du natürlich kennen, das war die Zeit ohne Handy. Ja. Ging ja nur gar nichts. Aber das waren, wie auch in der Motorradszene, die ganz persönlichen Kontakte, die dann geholfen haben. Ne? Und dann fing ich an, Alfa Romeo fing das an. Aha, dann kriegte ich ein Montreal angeboten. Was ist das denn? Alfa Montreal? Na gut, denn ich bin Alfa, das ist ja geil. Die Technik habe ich mir interessiert. Oh, ist ja ein Achtzylinder drin. Weil damals auch der Mobilausstellung Montreal, Alfa Romeo, da hat er den Namen. Das Auto präsentiert. Das ist ein ganz faszinierendes Auto. Ja. Ich das natürlich in Zahlung genommen. Dann habe ich mit dem Ding auseinandergesetzt. Dann habe ich mit Händlern, mit Leuten Kontakt aufgenommen, irgendwie den Bol oder so, das Schwierige war immer, die Einspritzanlage einzustellen bei dem Ding. Das konnte kaum einer noch. Naja, Werner Bol konnte das. Und dann habe ich zu diesen ganzen Leuten Kontakt aufgenommen. Und denn der Kreis seiner Bekannten wird immer größer. Und das war mit dem Alfa Montreal denn schon. Und dann war ich Alfa Montreal-Fan. Also habe Alfa Montreals gekauft. 20.000 Mark, 25, der teuerste war mal 30.000 Mark und so. Und dann hatte ich immer so 3, 4, 5 Alfa Montreals. So, und dann ging das mit dem Ferrari los und dann war das da ähnlich. Dann wollte ich natürlich auch mal damit Geschäfte machen. Ne? Und dann kriegte ich ja Angebote für mein Auto. Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, nee, wollte ich, also das explodierte dann. Als am 14. August beim Ottawa Grand Prix Nürburgring die Nachricht kam, Enzo Ferrari ist gestorben, 88. Ach du meine Güte.
Ich war so ein Ferrari-Fan und ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht in Maranello, okay, weil ich wollte den Typ einfach mal kennenlernen, ja, und so, aber ich habe danach viele Leute kennengelernt, die ihn kannten und so, aber und da entwickelte sich das auf einmal wie wahnsinnig. Nur hatte ich aber zum Glück zu dem Zeitpunkt schon mal einen 512 BB gekauft oder einen Daytona für 70.000 Mark. Daytona, ja, da stand der, der Architekt in der Garage, den gab es tatsächlich. Ne? Und dann hat mir einer, fahr da mal hin, dann bin ich da hingefahren, bin den angeguckt. Da haben uns dann auf 70.000 Mark geeinigt. Das waren Sachen. Da bin ich dann mit nach Hause gefahren. Ja, fand ich so geil, das Auto. Ne? War ein bisschen immer knapp. Und ich hatte dann tatsächlich einen, den ich dann für 90.000 Mark verkauft habe. War ich reich. War ein super Deal damals. Ja, so. Also da war ich schon drin in dieser Szene so ein bisschen, habe dann immer schon mal hier geguckt und da geguckt. So, und dann auf einmal starb Enzo und dann explodierten die Preise. Mhm. Dann habe ich meinen 308 an einen Alfa Romeo Händlerkollegen aus Nürnberg, der war, der ist heute noch aktiv. Und der sagte, Helmut, ich will unbedingt deinen DDB haben. Ich sage, nein, kriegst du nicht. Also es ist absolut, er hat mir 180.000 Mark gegeben für das Auto. ich musste wieder andere Dinge machen. Ne? Ja. Und es war ja immer wieder, ich war ja immer davon, leider hat mich das auch insofern viel Geld gekostet, ob ich einen R40 für 450.000 verkauft habe. Das war so damals. Oder mein Super America für 750.000. Alles so Sachen, aber weil ich immer wieder das Geld brauchte. Das ja, war halt, was halt immer wieder gesteuert davon, dass der finanzielle Bedarf da war und dann hast du gegen, ja, um weitere Leidenschaften halt auszuüben, Automobile, hast du halt immer wieder Sachen verkauft. Also, ich trinke das hier. Aber mal. Da waren Sie schon offizieller Ferrari-Händler, oder? Ach so, ja, wir springen jetzt ein bisschen. Ja. Naja, gut, ich meine, die Preise sind. Nee, 88 noch nicht. Nein, 88 noch nicht. Aber da war ich schon Mitglied im Ferrari-Club. Okay. Und ich hatte schon so einen Namen als der Alpha-Händler, der Ferrari-Mar, der also der auf Ferrari fährt. Also ich lernte halt immer mehr Leute kennen aus der Ferrari-Szene. Okay. So, das führte dann dazu. 89 hatte sich, Becker war der Autokönig, König der Ferrari, also überhaupt. So, und 89 hat sich Ferrari entschieden, eine Händlerorganisation hier in Deutschland zu gründen. Mhm. Ende 89 kam hier, das war der Frankfurt-Lerchenstraße von Frankfurt, die Zentrale von Alfa Romeo. Alfa-Leute auch dahin. Du kannte ich den technischen Leiter Heinz Sage sehr gut, Peter Müller, Techniker, das waren alles Leute, die damals schon in Alfa Romeo-Zeiten aktiv waren und die sind dann durch das Ferrari da, der Heinz Sager hat die Technik da gemacht, der Peter auch. Und dann waren Ferrari in Deutschland auf einmal. Und dann haben die gesagt, ihr müsst nach Kassel fahren zum Eberlein. Das ist ein Alpha-Händler, aber der ist total verrückt. Und der fährt schon Ferrari, weil die suchten neue Händler. Ja, okay. Dann haben die mich angerufen, ob sie mal einen Termin mit mir machen könnten, um mit mir über Ferrari zu sprechen. Wer war denn das? Maurizio Palato war damals der Außendienst. So, da kam der mit einem Mondial, hier vorgefahren. Mondial T war damals ganz neu, das Auto. War das der T? Ja. Nee, ja. Da kam der mit dem Auto hier vorgefahren. Dann haben wir hier uns angeguckt, den Laden. Und dann, ja, ich habe schon gehört. Aber ich weiß nicht, was die sich denken. Wie wollen sie das denn hier machen? Das geht doch gar nicht. Also wenn Sie darüber nachdenken, Ferrari-Händler zu werden, dann müssen Sie erstmal diese ganzen Joghurtbecher da draußen. Der stand da, muss ich ja vorstellen. Diese wir standen immer 50 Motorräder ungefähr hier, alles voll. Da draußen standen immer so 20 Suzukis. Also da war der Vitara zu der Zeit. Der Vitara, der Suzuki Swift, der Alto, die standen alle hier draußen, mal alles voll. Und jede Menge Alphas, ne? und Suzukis. Ja, das können Sie vergessen. Also wenn Sie Ferrari-Händler werden wollen, dann müssen Sie erstmal hier diese ganzen Joghurtbecher beiseite schalten. Wie? Zu dem Zeitpunkt war ich ausgezeichnet, bester Suzuki-Händler Deutschlands. Ja. Ich sage, wie soll ich das denn mal? Naja, müssen Sie wissen, was Sie wollen. Die waren ja damals auch, die hatten ja damals zu der Zeit Lieferzeiten von 4, 5 Jahren, 6 Jahren. Die waren natürlich auf einem ganz hohen Ast. Ne? Ja. Also wenn Sie Ferrari werden wollen, Herr Eberlein, dann müssen Sie sich davon trennen. Und dann mit ein paar Leuten drüber gesprochen und so. Und dann haben sie gesagt, nein, bist du verrückt? Du bist einmal.
Aber ich war so geil darauf, das zu machen, weil das hat mich so fasziniert. Ja. Fand nochmal ein 512 BB ja. oder sowas. Oder ein Daytona, mit den Dinger bin ich herumgeballert. Das hat so viel Spaß gemacht. Und dann hieß es ja, nee, es kommt der 328, klar, GTB, GTS hatte ich ja auch. Und dann ging das ja los, ja, es kommt ein neuer Ferrari, der 348, wird vorgestellt. Da war ja alle neu. Jetzt habe ich mit dem Carlo Tazzioli. Dann auf der IAA. Ich ja auch schon als Gast. IAA ja. Ja. Getroffen, haben wir uns dann getroffen auf der IAA 89. Ja. Wann waren die? Im September, September war die, glaube ich, IAA. So. Also ich hatte einen Termin bei ihm, beim Carlo Tazzioli von Ferrari. Hatte ich einen Termin auf der IAA und dann saßen wir dann da in seinem Büro, Glas, Schreibtisch, so wie Enzo, er, Enno und ich saß davor. Und dann fragte er mich, warum ich dann Ferrari-Händler werden wollte. Und dann habe ich ihm gesagt, weil das für mich einfach die Historie, ich finde Enzo so geil, ich finde die Autos so geil, für mich ist das so faszinierend und ich bin bereit, alles dafür auszugeben, wenn ich Ferrari machen kann. Und ich kann ich Ihnen versprechen, weil von der Technik her und so ist für mich gar kein Problem. Ich habe das und das und das gemacht, zu dem wir schon Daytona-Motor gemacht und so. Und dann sagte er, okay, wir machen das, aber Suzuki, Feierabend. Und Alfa kannst du weitermachen? Alfa kannst du weitermachen. Ja, Alfa kannst du weitermachen. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, facciamo così, machen wir so. Ja, dann war der Händlervertrag da und dann kriegte ich doch, ich weiß nicht wie heute, kam der LKW vorgefahren, die erste Lieferung von Neuwagen. 2348 und ein Testarossa. Okay, also schon drei ein Hobersing, aber drei Autos. Drei Autos. Von vorher 50 Motorrädern, ja, wahrscheinlich 20 Autos. Ja, na klar, Autos, so. Ja. Das ist gut. Nur hatten wir Lieferzeiten ohne Ende, die Leute standen sowieso Schlange, du wirst Ferrari Händler, oh Helmut, ich will eine 48 haben, ne, das war alles klar und die brauchst du nur verteilen, aber ich muss ja Geld verdienen. Also bist du rumgedüst und hast halt Autos gesucht, Klassiker gesucht, ich habe Klassiker gekauft, ich habe ja heute noch einen Klassiker, den ich dir 88 gekauft habe, einen gelben 365 GT 2+2, das ist den habe ich damals gekauft, das war gar nicht, ich glaube auch für 70.000 Mark, war das damals so, aber den habe ich heute noch. Den habe ich zwar zweimal verkauft, aber immer wieder zurückgekauft und den verkaufe ich nicht mehr. Tribute, Millionär, alles mit. Nee, also ich hatte dann, mir blieb gar nichts anderes übrig. Ich musste Autos kaufen und verkaufen, also um Geld zu verdienen. Ne? Und da ich ja eine ganz große Begeisterung für klassische Ferraris habe, war das für mich natürlich mein Ding. Und das ging denn dadurch auch. Ne? Aber was für Autos gingen damals, Ende der 80er, gingen da die ganz alten 60er, 50er, 60er Jahre? Ja, na klar, du konntest natürlich auch ein 250 GT, Coupé und so, das ging, aber alles für kleines Geld. Ja, ja. Ne? 120, 150 oder und sowas, das war ja alles klein. Ich denke, was ich da für Autos hatte. Ich überlege gerade, warte mal, 288 GTO für 250. Und all sowas. Ja. Das sind jetzt auch Richtung 2 Millionen. Ja, ne? ja. Das war Wahnsinn. Eine andere Zeit. Wahnsinn, ja, was du damals, das explodierte dann. Aber, es war. Wenn sie 2 Jahre vorher angefangen hätten. Dann hätten sie die F40-Welle mitbekommen und Enzo Ferrari noch kennengelernt. Ja, verdammt, das wäre genau, war das, nee, das war auch, ne? Da, das war. Es beschränkte sich dann einfach darauf, wo ich dann in Maranello im alten Restaurant Cavallino war und wir dann die Leute erzählt haben, wie das war, wenn Enzo hier reinkam. Ja. Da hat er gesagt, du hast ihn nicht gesehen, du hast gespürt, er ist da. Er muss eine unheimliche Aura gehabt haben, der Typ. Dann ist er hier durchgegangen, oder war ruhig, dann ist er hin in sein Zimmer gegangen, jetzt zu Lante Cavallino. Also das muss ganz faszinierend, eine ganz tolle Ausstrahlung gemacht haben, der Typ. War schon beeindruckend, was er, ist auch beeindruckend, was er so geschafft hat. Ja, klar. Ja. Naja, das war dann für mich, ja, so war der Start jetzt mit Ferrari und wir mussten. Ja, wir haben dann dadurch, dass wir uns um Klassiker gekümmert haben, hatten wir dann auch, bin ich auch viel rumgekommen, ne? Und du lernst ganz viele Leute kennen. Ferrari hat das auch geschätzt, mein Arrangement mit Klassiker. Ja, und dann war ich auch dann natürlich 90 erstmal am Werk. Ich habe aber noch erlebt, wie sind die Motoren, letzten 328 GTS-Motoren, GT-Motoren gebaut haben, die alten Motorenmechaniker waren. Also das war eine faszinierende Szene.
die Nockenwelle noch ausgerichtet haben auf zwei Prismen und so. Das ist ja heute alles automatisch, geht ja heute auch viel anders. Aber das durfte ich noch erleben, wie das war. Also das war schon Wahnsinn. Wie anders verkauft man Ferraris im Vergleich zu Alfa oder Suzuki? Das ist ja nochmal was anderes. Aber ist das eine große Umstellung oder war das eigentlich dieses Persönliche, was Sie immer schon gesucht haben, hat jetzt perfekt gepasst eigentlich? Ja. Also ist was der Groß, also bei Suzuki, ja, das war auch schon ganz interessant, weil das waren andere Autos als andere, aber da stand im Vordergrund die Nutzung. Ich brauche ein Auto, den Vitara finde ich ganz schön, so, dann nehme ich mal den, habe ich ein bisschen anderes Auto, aber eigentlich ging was das Auto von A nach B. Mhm. Bei Alfa Romeo kam denn schon, das war schon ein bisschen mehr auch von der italienischen Philosophie, von der Lebensweise der Italiener geprägt. Das wurde ja dann gerade da in den 70er Jahren, wurde es ja immer mehr in uns geweckt, die italienische Lebensweise. Und Alfa Romeo hat natürlich auch eine fantastische Historie, sodass das halt auch mehr Emotionen mit sich brachte für die Kaufentscheidung. Mhm. Ich will Alfa Romeo fahren. Und da war schon, sagen wir mal, der Anteil der Vernunft für den Kauf war schon geringer. Also da wurde der Anteil der Leidenschaft war da höher. Und bei Ferrari gibt es eigentlich nur einen Grund, das Auto zu kaufen, ist Leidenschaft. Mhm. Ja, kann man natürlich, und zu der Zeit, das war halt unterschiedlich. Die Leidenschaft ist eigentlich der Größte. Natürlich kam nachher auch der Verstand dazu. Der ist mitentscheidender, je nachdem, wie die Wertentwicklung unserer Autos ist. Mhm. Da spielt das natürlich auch eine große Rolle, dass der Nehmer sagt, nee, ich kaufe mir den, verliere ich kein Geld oder die werden halt viel mehr wert. Das geht aber, das zieht sich jetzt durch, würde ich jetzt sagen, seit den 90er Jahren eigentlich, dass der Werterhalt und der Wertzuwachs eigentlich auch eine große Rolle spielt für die Kaufentscheidung. Aber in erster Linie steht halt die Emotion und das war halt auch das, was mich ja immer motiviert hat, die richtigen Leute einzustellen, dieselbe Leidenschaft für die Technik entwickeln. Also ich habe Mechaniker, die schon mehrfach nominiert worden sind zur weltbesten Mechaniker. Okay. Ne? Zwar leider nie geschafft haben, weil dann meistens ein Amerikaner oder ein Engländer oder ein Italiener gewonnen hat. Das hat auch nicht rein nicht fachliche Probleme, sondern Gründe. Ist halt auch nicht ganz einfach. Aber egal, aber die Nominierung viermal schon meine Jungs nominiert und das ist halt auch, denn wir haben Wahnsinn. Besten Verkäufer schon gehabt und so. Also aber das geht nur dann, wenn die Leute wirklich gut sind. Wenn die ihre Sache aus Leidenschaft machen, dann hast du natürlich irgendwann einen Status, der dann auch Aufmerksamkeit erregt. Ne? Aber das ist unglaublich, das alles in Kassel. Also ja. Man wird ja eigentlich denken, dass Ferrari ist natürlich München oder so diese Hochburg. Das war ja für uns noch schlimmer, wenn Sie sich vorstellen, wir haben ja erst, als wir, ja, 89, warte mal, die Mauer ist Ende 89 in die Mauer gefallen. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, Ferrari natürlich. Das war bis zu dem Zeitpunkt, waren wir Zonenrandgebiet. Ja, eben. Das war auch für Motorräder schwierig, weil die mussten ja von überall herkommen zu uns. Ne? Ja. Die kamen aber auch. Ob die von Berlin, von Richtung. Hamburg kamen, ja, genau, weil ich war der Einzige, also gerade im Ducati-Bereich war es extrem, es hatte sich rumgesprochen. Also es gab noch jemanden, wir waren also ganz wenige, die Desmodromik einstellen konnten. Ja, okay. Die Ducati-Motoren haben ja eine sehr komplizierte Ventilsteuerung, also eine Ventil schon nicht mehr die Rückholfeder, schließt das Ventil, sondern ein Kipphebel. Dazu brauchst du eine doppelte Nockenwelle, zwei Kipphebel. Das war halt eine feinmechanische Herausforderung, das perfekt einzustellen. Das war mein Ding. Das konnte ich, das hat sich aber rumgesprochen und dann kamen da die Leute auch von überall. Und das war aber dann bei Ferrari genauso. Ne? Da sprach sich das dann rum. Ah, da sind Jungs, die haben Ahnung, ne? Die wissen, was sie wollen und geh mal hin. Da fühlst du dich einfach wohl. Haben Sie noch selber geschraubt an Ferrari? Nee, Ferrari nicht mehr. Nein, die Motoren, nee. Wir haben bei meinem 308er oder so, da kam ich also jetzt nicht mehr zu. Brauchte ich auch gar nicht mehr, weil ich habe immer Leute gesucht, die Dinge besser konnten als ich in jedem Bereich. Das fällt dem einen oder anderen manchmal schwer, das auch so zu machen. Weil wenn ich anderen Leuten die Tipps gebe, weil da steht der Ego natürlich oft davor und muss aber nicht sein. Ich weiß genau, was ich kann, was meine Stärke ist.
Und das, wo ich schrauben konnte und was ich gemacht habe, das habe ich auch gemacht. Aber es geht dann irgendwann, da musst du andere Prioritäten setzen. Entweder wäre ich der beste der beste Mechaniker oder ich mache andere Dinge mehr. Ich habe auch gemerkt, dass diese Überzeugen, Menschen zu überzeugen von dem, was ich für gut und richtig halte, dass das für mich mehr mein Ding ist als nur die Schrauberei, was auch geht, wo ich dann meine Anerkennung bzw. die Schrauberei. Aber da habe ich mir Leute gesucht, die das besser konnten. Und die habe ich heute noch. Da habe ich heute noch, wo Leute 25, 27 Jahre bei mir sind. Die brauchen die, gerade im Klassikerbereich habe ich Jungs hier, der Vinny, der ist einfach klasse. Ja. Die brauchen, die machen so viel nach Gefühl und mit Erfahrung. Und das Schöne ist ja gerade im Klassikbereich, du brauchst ja sehr viel Erfahrung. Und die kannst du nicht kaufen, Erfahrung. Die kann ich auch nicht sagen, ey, was mache ich jetzt? Ja, nein, Erfahrung musst du erleben, erfahren einfach in dem Moment. Und das ist natürlich so viel, dass das einfach nur die Zeit die Grundlage dafür ist und das Interesse und der Ehrgeiz, den die Jungs haben. Und wie gesagt, die habe ich bis teilweise heute noch. Also das ist schon, das war aber auch der Grund, was, das spricht sich dann rum. Aber es spricht sich natürlich auch, was eine Grundlage ist, die technische Kompetenz. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich um den Menschen auch, der zu uns kommt und ein Auto kauft. Und im Grunde genommen behandeln wir jeden, der herankommt, nur so, wie wir gerne selber behandelt werden. Aufmerksam, freundlich, kompetent. Das fing mit unserer Espresso-Bar und Kaffeemaschine. Es gab ja auch Theater bei Ferrari, das neue CI kam, Corporate Identity und meine Bar, das würde ja gar nicht so gehen, wie ich das jetzt machen würde und so. Und naja, das war also dann auch nicht, es gab da schon immer Berührungspunkte, wo ich sagte, nein, ich will das auch machen. Und mittlerweile hat man das aber auch erkannt, dass das auch ganz wichtig ist. Das ist ja auch nicht schlecht läuft. Aber Ferrari ist natürlich extrem streng, was diese CI anbelangt, ja auch eine extrem starke Marke. Und das geht natürlich nur, wenn man irgendwie die Zügel sehr kurz hält, habe ich das Gefühl. Also Porsche, Ferrari, die sind ja beide ähnlich, was so die Markenführung anbelangt würde. Ja, nee, das stimmt schon. Und ich, also CI hat auch seine Berechtigung. Ich finde, die ist in der Darstellung der Marke, des Markenzeichens. Wir haben ja zum Beispiel unser Cavallino Rampante, das in dem klassischen rechteckigen Ferrari-Logo mit der dänischen Flagge oben zeigt. Ne? Ja, aber, oder gibt es das Scuderia-Zeichen natürlich. Ne? Naja, aber wir haben da, erleben da schon einen Generationswechsel, wo das diese klassischen Darstellungen des Ferrari-Logos nicht mehr zum CI gehört. Ne? Wenn wir gucken, nur das Cavallino Rampante, bis heute das CI, nur das springende schwarze Pferd. Ne? Und das ist, und ich finde, wir haben da, oder gerade Ferrari hatte eigentlich neben Porsche eine einzigartige Chance, auf der Historie aufzubleiben und die Historie als Grundlage zu nehmen. Und das bleibt manchmal so ein bisschen auf der Strecke, aber zum Glück hat Ferrari ja das Bewusstsein der Historie umgesetzt auch, indem man halt Autos baut, die auf Klassikern aufgebaut sind, ne? Ob man jetzt also die man jetzt als Grundlage nimmt für neue Autos, ob es, weiß ich, 509 GTO zum Beispiel, ne? Oder das waren halt Autos, wo man dann halt schon die Historie so als Hintergrund genommen hat. Ne? Und das war für mich auch, als Montezemolo, ich habe Montezemolo kennengelernt, 90 in Fiorano, als wir da am Testen waren. Und da kam er mit dem 456 angefahren und wir haben gleich mit ihm darüber gesprochen. Und seitdem kannten wir uns und hatten eigentlich auch einen ganz guten Draht zueinander. Ja. Das war für mich schon eine ganz faszinierende Persönlichkeit, der natürlich geprägt war, ich kann sagen, von der Historie und vom Gegenwind der Realität. Weil er hat ja Niki Lauda, wenn man das sieht, was er alles gemacht hat, die Scuderia damals geleitet. Ne? Und das sind natürlich Dinge, die einfach so einen Menschen auch prägen und ihn aber auch an seinen ganzen Entscheidungen realitätsbezogen machen. Also das war schon eine tolle Sache. Und das führte letztendlich auch damals dazu, weil der 550 Maranello wurde vorgestellt, 96, war ich da am Nürburgring, wurde er vorgestellt. Und bevor der vorgestellt wurde, hatte ich eine Einladung von Maranello. Ich soll mal nach Maranello kommen, den neuen 550 fahren. Damals der Testfahrer, Dario Benuzzi, war der Testfahrer.
Raffaele Simone, der es heute ist, der war damals noch fast Lehrling bei ihm. Und so, und dann ist er da, benutzt mit mir durch Maranello geballert. Ne? Ich sage, wir sind so über 100, die wir Abitone lang geballert. Ich sage, was ist denn das, wie wir da jetzt ein Auto kommen? Sagt er, die wissen alle, dass wir hier sind und wir sind schneller. Bis der losfährt, sind wir schon vorbei. Und den Bergen rumgeballert. Und dann wollte er von mir wissen, was ich von dem Auto halte und so. Das war also sehr positiv und das hat sich dann eigentlich über die nächsten fast 20 Jahre hingezogen, bis hin zum F8 Spider. Das war das letzte Auto, was ich testen durfte, bevor die Autos in Produktion gingen. Mhm. Kriegte ich eine E-Mail, Helmut Benetio, und dann kommst du da Maranello und dann sind wir da mal, haben sie das Auto gezeigt, wie es fertig war, wie mir das gefallen würde. Und dann haben wir natürlich geguckt, klar, mit meinetwegen deutscher Pingeligkeit, pass mal auf die Spaltmaße, sind schlecht, was ist denn das mit dem Schaumgummi, das sieht billig aus, das kannst du so nicht machen. Und das wollten die aber wissen, die wollten nicht, dass ich das Auto besser mache oder so. Und dann waren damit damals am Anfang drei Händler, aber die anderen haben immer alle gesagt, ah, super und klasse. Ich war der Einzige, der immer ein bisschen kritisiert hat. Das führte letztendlich dazu, dass ich nur noch eingeladen wurde. Weil die wollten von mir wissen, ich weiß ja genau, 509 GTO sind wir rumgeballert, das war so ein geiles Auto. Und dann hatte innen drin alles Carbon. Ich sage, das geht nicht, glänzendes Carbon, das ist too much shining, das ist, geht nicht. Wie? Ich sage, ich mache mattes Carbon, das ist viel schöner. Wie, mattes Carbon, haben wir nicht, brauchen wir nicht, du musst glänzen. Ich sage, nein, mach mattes Carbon. Dann haben sie es gemacht, haben sie angerufen, Helmut, wir haben ein Auto mit matten Carbon, komm mal runter, bin ich wieder nach Maranello, haben sie auch gesagt. Ich sage, bravo, das hier. Sagt sie, ja, Helmut, das haben wir jetzt auch gemerkt, das war eine gute Idee. Da kriege ich von Wiesbaden einen Anruf, was ich dann gemacht hätte in Maranello. Die hätten E-Mails gekriegt, ich hätte jetzt, wir würden jetzt den 509 nur noch mit matt-schwarz Carbon. Nee, das sind schon Dinge, die schön sind und die einfach Spaß gemacht haben. Später war dann da der Raffaele Simone Testfahrer, ist auch heute noch der Chef. Und mit denen bin ich auch durch die Gegend geballert. Ne? Dann ging es immer, was hältst du von dem Sound? Was hältst du? Dann haben sie diesen merkwürdigen Blinkerschalter am Lenker integriert und alles so weiter. Dann habe ich eben versucht, das, wir haben sie jetzt verbessert, ein paar Mal. Die waren am Anfang ganz schlimm, aber trotzdem, wenn du eingeschlagen hast, weißt du ja nicht mehr, wo ist welcher Blinker. Ja, aber das ist dieser Zwang zum Neuen oder so. Ja. Da leiden die halt manchmal drin. Aber wieso konnten sie Ferrari noch nicht ausreden, dass die Neuen mit einem Touch-Sensor gestartet werden? Das ist doch das Schlimmste, was es gibt, oder? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja. Und das habe ich auch verstärkt zum Ausdruck gebracht. Das führte dann dazu, dass er gesagt hat, ich brauche keine Autos mehr testen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Hat das, ich das nicht so. Nein, Umdenken stattgefunden. Nein, ich habe gesagt, Leute, seid doch froh, dass ihr so eine geile Historie habt. Ich sage, und benutzt doch einige Stilelemente aus dieser Historie in den modernen Autos. Startknopf. Ich möchte einen Aluminium-Startknopf haben. Ne? Und der muss ja nicht aus Plastik sein. Das muss ein Zipper machen, meinetwegen aus Titan. Einen schönen Stahl. Und das, ich muss das. Sie spüren, dass man eine Maschine anwirft. Ich muss das zelebrieren. Ja. Also, das war leider. Ja, gut. Dann war ja Monte Cemolo weg. Und. Danach hat sich auch einiges verändert. Dann ging es ja los mit der Aktiengesellschaft und so. Das war dann halt alles. Also dann stand dann doch sehr im Vordergrund das Geld verdienen, was natürlich auch richtig ist für die Existenz. Aber es führte halt dann da schon, dass wir jetzt zum Beispiel zu häufig einen Modellwechsel haben. Es ist zu schnell. Gut, nun ist unsere Zeit auch anders geworden. Weil ist das auch mit, muss man der Zeit dem Wechsel gerecht werden. Wie lange das noch so ist, weiß ich halt auch nicht. Das ist, aber ist ja immer ein Problem, wenn man ein Auto bestellt, was 3-4 Jahre Lieferzeit hat, weiß man gar nicht, ob es das noch gibt so halbwegs. Ne? Das haben wir ja jetzt schon. Wir sind jetzt in unserer aktuellen Modellpalette ausverkauft. Ne? Also wenn man hier rumläuft, und das ist wirklich faszinierend, das ist ja so viel größer, als man das erwartet. Sie haben, wie viele Autos haben Sie hier immer so regelmäßig stehen? Ja, 100, immer so 100, 120 Autos haben wir, also immer hier im Bestand. Also 120 Ferrari, ich muss ehrlich sagen, Ferrari, man stumpft ein bisschen ab, wenn man hier durchläuft, weil es steht zwischen den, in Anführungszeichen, Brot- und Butter-Ferraris, ein F50, ein Enzo, ja, ein F40, die stehen einfach da mittendrin. Ja. Nein, das ist wirklich gemein. Das ist für mich auch immer wieder faszinierend, wenn ich hier bin und wenn ich also durch die Halle gehe oder sage, dann sehe ich, ey, das ist ein Wahnsinn. Und wenn wir, das führte, unser Arrangement führte dann dazu, dass wir 2005, Ferrari führte dann Wettbewerbe ein, Händlerwettbewerbe, Händler-Performance-Wettbewerbe. 2005
kriegten wir auf einmal den nach. Es war immer Dealer-Meeting, Händler-Treffen. Und dann auf einmal ging es los. Ja, wir haben den besten Händler gewählt. Ne? Von dem ersten wussten wir gar nichts, ne? Von dem 2005. Zack, Eberlein, Kassel. Das waren wir, ich wusste gar nicht warum. Ich denke, wir machen da so viel falsch. Aber nein, zum Glück machen die anderen mehr falsch. War das schon gut. Und das haben wir dann, muss ich gestehen, 6-mal hintereinander geschafft. Wir waren 6-mal hintereinander besser. Und das letzte Mal, bei euch war ein Dealer-Meeting in München, da war Montezemolo mit anwesend. Und dann kriegte ich die riesen Urkunde überreicht und bravo. Und da bin ich, dann sage ich, Luca, please sign. Hat er klar, komm, Gratulation, Himmel, gib her. Zack. Dann hat er das unterschrieben. Habe ich heute noch hier, die Unterschrift. Aber dann wurde der Wettbewerb eingestellt. Nachdem wir 6 miteinander gewonnen haben. Ja, dann haben sie gesagt, nee, man weiß, was da alles ist und so. Aber also Ferrari hat es ja nicht mal gemacht. Warum dann nicht? Und dann gab es ja dann immer noch diesen Testarossa Award, den hat dann Ferrari international eingeführt, wo es dann die gesamte Bewertung ging von den Händlern. Naja, das führt jetzt 2020, kriegen wir auf einmal einen Anruf, ja, geh mal an den Computer, mach mal an, da gibt es gerade ein Dealer-Meeting, ja. Haben gute Nachrichten für euch. Und da habe ich, das glaube ich jetzt nicht, was ist denn jetzt los? Und das Computer angemacht, ne, und dann auf einmal Präsentation, Testarossa Award. Und ja, wir haben, was war denn, 3 Händler waren dann da vorgeschlagen aus Dubai und China. Naja, und dann sagt er, ja, Enrico Galliera, Endgewinner ist Eberlein, Germany. Bravo, sagt er da noch, weil ich kann ihn ja sehr gut, den Enrico Galliera, ne? Die kannten mich ja durch die Testfahrerei und so immer und dann mussten wir, ne? Sagt bravo, ne? Das war, aber das ist ja unglaublich. Unglaublich, wenn mir das, wenn ich daran denke, an 89 mit Carlo Tertulli zusammengesessen haben und ich krieg 3 Autos, das war schon das erste Mal bester Händler Deutschlands, da habe ich schon gedacht, oh Gott, wie hast du das denn geschafft? Was ist denn da? Du machst eigentlich nur dein Ding. Das war immer begleitet von meinem Anspruch, gut sein zu wollen. Und ich habe immer mein ganzes Team immer wieder motiviert. Ich habe immer gesagt, Jungs, wenn wir jetzt meinetwegen 430 nehmen, wir gehen zurück, oder 488 oder 599, ist München derselbe, in Berlin derselbe, Hamburg, Düsseldorf, dieselben Autos. Wir müssen so gut sein, dass der aus München sagt, ich fahre nach Kassel. Und da müssen wir super gut sein, aber gut sein alleine reicht nicht. Wir müssen auch so mit den Menschen umgehen, dass sie sich wohlfühlen. Du kannst aber auch nicht nur lieb und nett sein und eine Werkstatt hat, die es nicht drauf hat. Also wir müssen beides machen. Also habe ich immer Leute gesucht, die Besten sind. Und meine Jungs im Verkauf sind wirklich klasse. Alle, ne? Jeder, ich habe 3 verschiedene Typen. Ne? Der eine fährt Rennen nach dem Motto, wir erfahren. Da habe ich Werbung gemacht vor 30 Jahren mit dem Spruch, oder länger, 35 Jahre, als wir Challenge gefahren sind. Wir waren ja, übrigens waren wir das erste Challenge-Team, 348 Challenge-Team. Und da habe ich die erste Werbung gemacht, unser Challenge-Auto, 91. Wir erfahren unsere Erfahrung. Ja, okay. Also, den Spruch ist mir dann manchmal von anderen Automobilhändlern, von anderen Automobilmarken geklaut worden. Wir erfahren unsere Erfahrung. Ja, und das haben wir dann aber bis heute. Wir waren lange, lange Challenge gefahren. Und der Thomas Adel fährt heute noch Rennen und ist ganz, ganz aktiv. Und jeder auf seine Art und Weise, ganz unterschiedliche Typen, die mit jedem klarkommen. Ne? Also es gibt ja kaum einen, der mit jedem klarkommt. Ja, ne? Aber klar. Ich hab so und wichtig ist, dass alle die technische Kompetenz haben. Und eins ist auch klar, sie verkaufen ihre Autos nicht über Rabatte. Also wer das hofft, das geht bei Ferrari auch nicht, oder? Das, ja. Die Frage gibt es fast gar nicht. Nee, die taucht auch hier gar nicht auf, weil, und wenn die mal ganz am Anfang, also dann sagt er, ja, aber ich komme aus München, ich weiß, das war einmal mein Spruch vor ewigen Zeiten, wir sind so weit wie ihr Telefon. Wir sind was? Wir sind so weit wie ihr Telefon. Sie sind nicht, das ist gar nicht, sind keine 470 Kilometer. Ja. Wir sind so weit wie ihr Telefon. Anrufen, machen und wir sind für sie da. Hm. Ne? Und das musste natürlich machen. Und da waren wir am Anfang, dann war das 92, was war dann das? 348 in Bremen, Kunde. Mein Auto springt nicht an. Holen Sie den mal bitte ab. Oh, wie soll ich denn das machen? Ruf doch mal ADAC an. Wie soll ich jetzt das Auto abholen?
pass auf, ich habe einen Ferrari gekauft und ich erwarte einen astreinen Service. Und ich möchte, dass Sie das Auto abholen. Ich mir einen Anhänger geholt, was habe ich dann damals gehabt? Ein Nissan Petrol, drangehangen, düt, nach Bremen gefahren, das Auto abholen. Dachte ich, das war klasse. Schreibt mir ja nicht eine Rechnung. Wir das Auto abgeholt, gemacht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, jetzt machen wir was. Wir besuchen uns einen Nissan Petrol, dann noch einen Anhänger. Und dann haben wir gesagt, hallo, wir bieten kostenlosen Hol- und Bring-Service an. Da haben die anderen Händler ein Theater gemacht. Da riefen die mich jetzt an, aus München. Helmut, spinnst du denn? Du kannst ja nicht umsonst die Autos holen durch die Gegend und machen und so. Naja, ich habe mir nur gesagt, jetzt stelle ich mir vor, ich bin irgendwo und sage, wo ist dann der nächste Händler? Wie kriege ich dann mein Auto dahin? Da muss ich dann einen Tag Urlaub nehmen, dann muss ich das Auto hinbringen, wieder zurück machen und so. Ich sage, also das hat schon seinen Grund. Ne? Und ich konnte auch die Kunden verstehen, die den Wunsch haben. Also haben wir das gemacht. Ja, und heute ist es Standard. Heute ist es völlig normal. Damals, die ersten Jahre, waren wir wirklich der Einzige, der das gemacht hat. Und das Schöne ist, es prägt dann und dann wird der Bekanntheitsgrad oder so, das ist dann halt einfach so tief verwurzelt oder die positive Verbindung mit unserem Namen, weil das also dann ein vernünftiges Fundament hat. Ne? Muss man aber immer wieder aufrechterhalten und das ist auch nicht immer ganz so leicht, weil ist der Wettbewerb größer und diese Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute durch die Digitalisierung haben, nehmen uns natürlich auch das ein oder andere weg, weil du wirst natürlich auch schnell kopiert dann dadurch. Klar. Porsche hat das ja mal unterbunden durch diesen Gebietsschutz. Ich glaube, das ist auch vorbei oder sowas, ne? Dass man bei Porsche das nur. Das hatte man ganz am Anfang mal gesagt. Ja, wieso? Das fing dann auch an. Wir mussten auch, wieso verkaufst du denn? Da gab es dann auch Stress mit Kollegen. Wieso verkaufst du denn ein Auto nach Hamburg? Wieso verkaufst du denn nach Düsseldorf? Hast du einen 509 nach Düsseldorf verkauft oder nach Frankfurt oder nach München? Es gab dann schon immer Diskussionen. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, frag den Kunden. Der Kunde entscheidet, wo er sein Auto kauft. Ja. Und nicht der Händler. Und wenn von mir, ich habe mich nie beschwert, andere Händler haben sich beschwert, warum ich nach München Autos verkaufe oder nach Frankfurt, Hamburg, Berlin. Die haben sich immer beschwert. Ja. Dann habe ich den damals noch, der Heinz Sage, der damals Cheftechniker bei Alfa Romeo war in Frankfurt, ist dann Verkaufsleiter geworden bei Ferrari. Und das war natürlich toll für mich, weil wir schätzen uns von der Alfa Romeo, von der technischen Seite, und er schätzte aber auch dann meine Einstellung. Ne? Und das Thema Gebietsschutz war schon da, existierte auch, wurde dann aber durch die Praxis dann korrigiert, ne? Weil Ferrari, also die Kunden haben Ferrari gesagt, ihr müsst die Kunden entscheiden lassen, wo sie ihre Autos kaufen. Ne? Und wenn einer von München hierher kommt, dann muss ich nicht, oder aus Frankfurt, da muss ich nicht der Händler beschweren. Wenn von mir einer in Frankfurt ein Auto kauft, dann gibt es nur eins, dass ich mit meinen Jungs zusammensetze, pass mal auf, der Müller hat sein Auto jetzt meinetwegen in Frankfurt gekauft. Was haben wir falsch gemacht? Haben wir den geärgert? Haben wir da und da? Ich habe immer den Fehler bei mir gesucht. Wo ist die Ursache, dass wenn wir einen Kunden verlieren und er geht woanders hin, warum kauft er das Auto jetzt woanders? Und wenn Frankfurt, München, Hamburg, egal, wenn dort einer zu uns gekommen ist, dann muss ich der, und das habe ich Ferrari oder so gesagt, ich sagte, müsst ihr mal da unten mit den Jungs reden, warum der Kunde weg ist. Frag doch mal den Kunden. Also das ist dann das Thema, hat sich dann aber auch aufgrund der gesamten Digitalisierung und der Erweiterung, wurde das dann aufgehoben und das spielte heute jetzt keine Rolle mehr, wer wohin. Die fragen von manchmal, ja, warum verkaufst du so viele Autos nach München oder nach Berlin zum Beispiel? Ne, aber das ist jetzt nicht mehr so entscheiden. Also das spielt heute keine Rolle mehr. Heute ist entscheidend, dass wir zufriedene Kunden haben und dass die für Ferrari letztendlich auch. Ja. Wie hat sich denn der Kunde insgesamt verändert über die ganzen Jahre? Kann man das sagen? Oder haben sich die Kunden verändert? War das früher mal anderes Klientel? Das war eine ganz schwierige Frage. Oder vielleicht die Leidenschaft, also was die Kunden heute seit jeher miteinander verbinden und was ich eigentlich bei jedem wiederfinde, ist die Leidenschaft für Ferrari. Das ist einmal die Marke als solche, die aufbaut auf eine unglaublich einmalige Historie, mit denen sich viele identifizieren.
viele erfüllen sich auch einfach ihren Jugendtraum. Das ist schon oft auch, nur, aber ich muss sagen, eine Veränderung kann sein, dass jetzt manchmal vielleicht die Werterhaltung einen höheren Stellenwert hat als damals. Also nicht insgesamt von der Entscheidung, aber die Frage, wie ist das mit der Wertentwicklung oder so, also die gibt es schon öfter. Das war ganz am Anfang nicht so. Das hat sich jetzt so entwickelt. So ein bisschen. Okay. Und sieht man den Ferrari-Fahrer an, dass er das Geld hat für einen Ferrari? Wenn hier jemand reinkommt, wissen Sie, ob der einen kauft oder ob der nur guckt? Oder kann man das nicht mehr erkennen? Das ansprechen, weil das ist auch etwas, was bei uns völlig anders ist als bei anderen. Und wenn Sie jetzt, wir haben ja über Berlin gesprochen, wo ich herkomme, was ich gemacht habe, und für mich spielte das nie eine Rolle, wie jemand außer der hereinkam. Wir haben deswegen Autos Ferraris verkauft, weil Porsche nebenan, in ein paar hundert Meter weiter weg von uns, die Leute, da kommt ein Handwerker rein. Die nehmen die nicht ernst. Ja, wieso? Ja, und da müssen wir mal sehen, wollen Sie so ein Auto leasen? Sagt er, nee, ich will den so bezahlen. Ja, wie wissen Sie überhaupt, wie teuer so ein Auto ist? Also so ungeschickte Kommunikation und Umgang mit den Menschen aufgrund ihres Äußeres. Ne? Die sind dann hierher gekommen, haben gedacht, mal sehen, die sind noch schlimmer. Einmal war ich hier nicht vergessen. Aber ich will mal sehen, bei Ferrari sind sie noch schlimmer. Der ist nach 3 Stunden mit der roten Nummer mit einem 355 nach Hause gefahren. Ich dachte, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Was hier passiert, sagt er. Nein, also das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Das hat natürlich auch Nachteile, weil du fällst natürlich auch manchmal auf Leute rein, die diese grundsätzliche Haltung oder Einstellung halt auch missbrauchen. Es ist uns auch schon mal passiert, aber zum Glück ging es dann immer noch. Also wir haben es immer noch. Aber na gut, dann wird da mal eine Probefahrt gemacht, die hättest du dir auch sparen können. Ne? Und dann ist das Auto dann mal einen Tag später wieder da. Und das ist, aber also, wir haben dann auch darüber diskutiert, nein, das können wir nicht mehr machen und so. Ich sage, pass auf, wegen einem von 100 müssen wir uns nicht ändern. Sondern die meisten sind eigentlich die Richtigen und wir machen das mit den Richtigen. Und ich weiß noch einmal, ein Kunde mit Porsche-Vorstand, einem norddeutschen Porsche-Club, hat sich hier geärgert über die, wollte dann auch nur mal gucken, Mensch, muss mal bei Ferrari gucken. Da haben wir den Porsche in Zahlung genommen. Yes. Wir haben heute noch einen super Kontakt zueinander und fährt Ferrari. Ja. Ja, auch, und Porsche auch. Also beides aktiv, aber das ist so zustande gekommen, weil da ein ganz anderer Kontakt zwischen den Menschen entstanden ist und so. Das zwischen uns. Im Grunde genommen mache ich das so, wie ich es halt gerne habe. Wie wir es halt auch gerne haben. Das ist halt so. Ne? Wo Sie gerade sagen, dass viele kommen und sich ihren Jugendtraum erfüllen. Und der Jugendtraum riecht ja nach Benzin und klingt auch so. Und hat dieses Ferrari-Herz und den Motor. Wie sehen Sie das denn, wenn jetzt irgendwann einer kommt, der vielleicht jetzt so 15 ist, Autofan, und wenn er sich das dann leisten kann, mit 45 seinen Jugendtraum erfüllen kann und die Autos summen nur noch leise vom Hof. Glauben Sie, das ist Ferrari ein Problem? Also jetzt ein gutes Stichwort. Als die Grenze aufmachte, 89, 90, 92, 93, war ich hier war mein Schreibtisch vorne, war noch ein bisschen kleiner alles. Hab Samstag, Sonntag immer gearbeitet, sitzt dann da, steht ein kleiner Junge draußen, so Bermuda-Shorts an und guckt dann so in Scheiben an. Was hatte ich denn hier? Hatte ich hier einen Testarossa drin stehen und einen BB. Dann bin ich rausgegangen, ich sag, willst du reinkommen, gucken? Oh ja, geht dann, dort kann ich dann wirklich mal gucken hier. Ich sage, ja los, komm rein. Und dann alle geguckt und dachte, oh schön. Dann habe ich ihm irgendwas mitgegeben, noch einen Aufkleber von Ferrari, einen Scuderia-Aufkleber. Ich sage, hier, und dann gibst du richtig Gas. In der Schule, ja, ich gebe Gas in der Schule. Und ich sage, und dann sehen wir uns in 15, 20 Jahren wieder. Das war natürlich so. Der kam wieder, Herr Eber, dann erkennen Sie mich noch. Ich sage, nee, da zack, da holt. Ach so, er hatte ein Foto. Ich sagte, können Sie ein Foto von mir machen? Hat ein Fotoapparat dabei. Dann habe ich noch ein Foto von mir in der kurzen Hose gemacht. Heute, ich glaube, das Architekt war es ganz pfiffig und hat dann ein Auto bei mir. Und das ist dann aber noch öfter passiert. Also das Minimum 5 Leute, die dann später kamen, Eber, dann kennen Sie mich noch, weil ich das generell so mache. Also wenn heute Jungs kommen und wollen Praktikum machen und dann kommen ihre Eltern an, halt, mein Sohn möchte ein Praktikum machen. Ich sage, ich weiß nicht, ob wir Behinderte einstellen. Wie meinen Sie das denn? Da kann er nicht sprechen. Doch. Ich sage, dann gehen Sie noch mal raus.
schicken den alleine rein. Sind der Junge ganz fein. Und dann kommt er dann rein. Und dann sage ich, Leute, so, jetzt ist gut. Was willst du denn? Ja, ich würde gerne, mich interessiere mich für Ferrari, ich würde gerne ein Praktikum machen. Du hast die Stelle. Finde ich gut, du musst alleine kommen. Was auch immer. Oh ja, weißt du, so das. Sehr gut. Nee, aber ich meine, dass wenn irgendwann, ob das ein Problem für Ferrari sein könnte, wenn diese Leidenschaft, dieser Motorsound, wenn das durch die Elektromobilität mal wegfällt. Weil irgendwann kann es ja auch sein, dass Ferrari keine Benziner mehr bauen darf. Nein, das wird nicht, nicht ausreichen. Also die E-Mobilität wird kein Ersatz sein und ist auch für mich keine sinnvolle Weiterentwicklung. Und da wird auch, es ist ja nicht die Leistung, die die Faszination von Ferrari ausmachen. Wir haben ja heute ganz viele Autos, die auch super gehen und machen können. Das ist es ja gar nicht mehr. Sondern es ist dieses Erleben, das Fahren, das Fahrgefühl, Erleben. Und das ist natürlich verbunden nicht nur mit dem Gefühl der Beschleunigung, was ja eins ist, sondern auch mit dem Sound, der zusammengehört und alles andere, was dazu, dieses selbstbestimmte Fahren mit dem Sound und das Spüren. Natürlich geht ein E-Auto super, der Drehmomententfall von einem E-Motor ist gewaltig, da kriegst du halt einen Schreck, wie so ein Tesla meinetwegen, beschleunigt und so, das ist alles okay. Aber ich würde das ersetzen, niemals. Und Ferrari hat ja nur jetzt, wir werden ja 25% weiter Verbrennungsmotoren machen, dann haben wir die anderen 50% sind fast Hybridtechnik und dann vielleicht E-Mobilität. Ferrari investiert im Moment sehr viel Geld in Maranello, haben eine Universität per E-Mobilität, haben sie da gegründet, haben einen Ingenieur angestellt. Und das hat mir gefallen, weil Galliano sagte, wenn wir ein Elektro-Ferrari bauen, dann ist das eine Elektrotechnik, die von Ferrari kommt. Wir wollen keine Elemente zukaufen. Wir machen die eigene Software, wir machen das ein. Das fand ich ganz gut, aber du wirst natürlich die Physik nicht ändern können. Eine E-Mobilität erzeugt keinen Sound und die wird mit Sicherheit perfekt sein, wenn Ferrari das macht. Aber wir werden sehen, vielleicht gibt es ja eine Generation, die dann das sieht, weil das Cavallino Rampante und die Historie von Ferrari hat natürlich schon eine Ausstrahlung, die kein anderes Automobil hat. Aber ich weiß nicht, inwieweit wir das aufrechterhalten können mit E-Mobilität. Aber ich sehe grundsätzlich nicht die Voraussetzung für den weiteren Ausbau der E-Mobilität, weil wir diskutieren auf der anderen Seite, wie produzieren wir unseren Strom klimafreundlich. Und der Bedarf an Strom ist ja gewaltig. Und auf der anderen Seite haben wir dann das Problem der Batterieherstellung, Rohstoffgewinnung für Batterie. Da gibt es ja nur genügend grausame Geschichten. Und das wird halt schon. Also für mich ist das eine Sackgasse. Für mich ist auch nicht erklärlich, woher dieser Boom kommt. Und wir sehen es ja jetzt teilweise bei Leasing-Rückläufern und so, dass die Leute das gar nicht. Und wir erleben es natürlich halt auch hier bei der Flexibilität oder bei der Mobilität, die halt doch relativ eingeschränkt ist durch die Reichweite. Da auf der anderen Seite wird natürlich die Batterieentwicklung das Problem verkleinern, aber es wird halt trotzdem da sein, ne? Und wenn dann hier ein Kunde mit einem E-Mobil warnt, ist, was ist denn los? Du wolltest ja nach Hamburg. Naja, ich habe dann mein Auto vorne bei Porsche zum Aufwand, weil er war jetzt nicht, doch war mit einem Porsche unterwegs, trotzdem Ferrari-Fahrer, und sagte, nee, ich muss den Porsche erstmal aufladen da vorne, es dauert noch eine Stunde. So, aber dabei ist es 4 Stunden, 3 Stunden war ich hier, sag ich, wäre schon nichts in Hamburg. Aber nein, das wird ja seine Eigendynamik entwickeln, denke ich mal. Die E-Mobilität kann ich mir nicht vorstellen, dass das was für die geht. Und ich hoffe einfach auf synthetische Kraftstoffe, weil das wird hoffentlich die Lösung der Zukunft sein. Und die gibt es ja schon in vielen Bereichen. Ne? Was sind denn so Ihre Lieblings-Ferraris eigentlich aus der Geschichte heraus? Eieiei, das ist natürlich schwierig. Also der erste Klassiker, mit dem ich halt so eine faszinierende Berührung hatte, war natürlich der Daytona, den ich damals so günstig auch mit dem ich dann mal rumgeballert. Und die Geschichte von dem Daytona und das Auto ist für mich so faszinierend, obwohl er schwer zu fahren ist. Also je mehr du Gas gibst, umso leichter fährt er sich, der Daytona. Also du musst dann schon Gas geben. Also Daytona ist jetzt ein Klassiker, der mir sehr gut gefällt. Bis hin, also jetzt in die aktuelle Zeit, ist dann der F40 auch ein ganz faszinierendes und eigenwilliges Auto. Aber es ist auch genauso gut der 250.
gut, ich könnte sagen 250 GTO, das ist an sich ein so faszinierendes Auto. Ja. Und wenn man den 288 GTO mal erlebt hat, der nur beim zweiten Hinblick eigentlich erst dann erkannt wurde, dass ich den 23, nee, ich war 88. Und wenn du den dann gefahren hast, dann bist du also so verliebt. Also das ist schon schwer, das auf ein Auto festzumachen, ne, muss ich sagen. Sie haben einen 330, oder? Das war das. Ein 365 habe ich. Ein 365 GT, genau, ja. 2 plus 2. Okay. Ja, ja. Den habe ich schon. Ja, aber das ist dieses Handmade, das, was mich fasziniert bei den Autos. Ne? Gut, da muss ja noch einen Zündschlüssel rumdrehen, aber ein Starterknopf wäre auch schön. Das geht auch. Also das ist schon faszinierend. Dann, ja, und was mir auch, ich bin mit dem also viele klassische Veranstaltungen gefahren, was halt auch schön ist, wenn man ein Klassiker fährt, ist die positive Reaktion des Umfeldes. Ne? Also da gibt es kaum, also ich habe es doch noch nicht erlebt, dass einer dann den Daumen nach unten macht, wenn er jetzt mit einem R40 oder mit einem Daytona oder mit einem 250 Cabrio habe ich gehabt, bis nach Spanien mitgeballert und dann nach unten auf der Rennstrecke und dann wieder zurückgefahren und all sowas. Also das macht, also gerade die 250er gesamte Baureihe, das ist faszinierend. Die haben so einen super Motor, das ist also schon gewaltig. Das geht schon gut. Und Spaß. Wollen wir noch über Ferrari Classic reden? Wir waren der Erste, der das gemacht hat. Da haben wir noch, zu der Zeit gab es ja noch Roundtable-Gespräche mit Montezemolo. Hatte mal pro Land einen Händler eingeladen, das war ich denn. Und da wollte er wissen, was machen wir falsch? Was können wir besser machen? Das, so, solche Fragen erleben Sie heute nicht mehr von Führungsmanagern. Heute wissen Sie schon. Zemelo, der wirklich von Erfahrung geprägt war. Okay. Aber der wollte wissen, was können wir besser machen. Und das war schon beeindruckend. Da gab es diese Roundtable-Gespräche. Da waren wir 25 Leute immer so aus der ganzen Welt da. Und haben wir da zusammengesessen. Ne? Und dann habe ich einmal bei einem Treffen den Vorschlag gemacht. Ich sage, ihr habt so die einmalige Historie. Versucht doch, eine Brücke über die Zeit zu bauen. Versucht doch, den Spirit der Vergangenheit und der Historie in die Gegenwart zu projizieren. Oh, okay, sagt der Helmut, oder Bonnie Dare, I share with you. War völlig verrückt. Und das war die, ja. Die und dann war jetzt meine Idee, die Klassiker heute in die Gegenwart zu projizieren. Ne? Und das hat Ferrari dann ja auch gemacht, ein Modell. Also das war schon, finde ich gut. Und das ist halt auch einmalig, wie die Historie von Ferrari. Ne? Mhm. Das so mit hier. Und das war damals. Und das, die Aufmerksamkeit auf die Klassiker wurde dann auch immer stärker bei Ferrari, weil ich dessen auch bewusst und da wir auch mal schon einen guten Draht zu dem Werk, wenn wir Probleme hatten, dann haben wir eine extra Abteilung gehabt, wo sie nur Klassiker gemacht haben. Und dann kam die Idee auf, Ferrari Klassiker zu machen, also eine Abteilung, diese Abteilung auszubauen, die sich um die Echtheit der Ferrari Klassiker die Kompetenz hat, festzustellen, welcher ist echt und nicht. Und da ist, was bei Ferrari einmalig ist, ist halt dieses Archiv sämtlicher gebauter. Es ist unvorstellbar, dass das alles überlebt hat. Also das ist schon klasse, muss man sagen, wenn man da mal ist und sieht diese Ordner, wo jedes Auto zieht in den Ordner, was ich 1900, also die fangen ja an mit dem ersten 147, dann zieht er den Ordner raus und dann guckt er, dann stehen die Berichte von dem Mechaniker, Vergaser, wie eingestellt, die Zündung und wie viel Leistung und so, das steht da alles drin. Das ist also faszinierend. Und da haben sie natürlich eine einmalige Dokumentation für ihre gesamte Produktion und für die Klassiker. Ne? Und das war bis zu dem Zeitpunkt, gab es natürlich das ein oder andere Auto, was als echt ausgegeben wurde, aber nicht echt war. Mhm. Ne? Und mit dem Prozess der Zertifizierung wurde doch dann, war es möglich, das echte, das Original vom gefälschten Autos zu unterscheiden. Ne? Und da wir bis zu dem Zeitpunkt schon einen relativ guten Kontakt hatten zu der Klassikabteilung, waren wir denn der Erste, der dann Ferrari Klassiker, es war noch hier
Nee, dieses alte Symbol. Ne? Da waren wir noch die erste Officina für Ferrari Classic und haben es hier gemacht. Und die Jungs aus Maranello waren dann auch hier. Und wir haben so ganz spezielle Autos. Wir haben jetzt wieder gerade einen 166 mm, der zertifiziert werden muss, wo ganz besondere Schwierigkeiten sind und sowas. Wo dann halt auch Ferrari dann teilweise zu uns kommt, oder 250 mm haben wir jetzt, der jetzt demnächst zu uns kommt, dann kommt Ferrari zu uns und dann machen wir das gemeinsam und klären das. Wenn es ganz schwierig wird, dann wird das über Materialprüfung, Analyse und so weiter, wird das dann auch im Werk unten gemacht. Ne? Also Wahnsinn, das ist schon, aber Ferrari ist sich der Verantwortung der Historie schon sehr, sehr bewusst geworden. Ne? Das ist eigentlich eine Grundlage, wie sie so. Gut, Mercedes, Porsche, wir haben auch andere, ja. Aber die Person Enzo Ferrari war halt schon sehr einzigartig, die das schon sehr, sehr geprägt hat und auch die Grundlage für das Image eigentlich ist. Und was halt auch diese gesamte Historie Ferrari, klar, die hat natürlich auch gerade in der Vergangenheit bei jungen Menschen ganz, ganz viele Faszinationen ausgelöst. Und oh, ich will, wenn ich groß bin, will ich einen Ferrari fahren. Das haben wir schon sehr, sehr oft. Ne? Ja. Und das haben wir ja auch nur schon gehabt, das hier. Ja, das stimmt. Bei Ihnen war es ein bisschen anders. Sie haben gesagt, wenn ich mal groß bin, möchte ich morgen fahren, oder? Also das war nicht ganz so mit dem Morgenfahren, aber es ist einfach durch eine Konfrontation entstanden. Ich würde auf einen Alfa Romeo habe ich einen Morgen in Zahlung genommen. Ich überlege gerade, wann das war. War 85, ja. Nur weil es aus. Nein. Habe ich den ersten Morgen einen 3,5er Vergaser in Zahlung genommen. Dann bin ich mit dem Ding rumgefahren und habe gedacht, das macht aber Spaß. Das ist ja unglaublich. Ja. Und da war nicht im Vordergrund die maximale Leistung, sondern das war einfach das Fahrgefühl. Mhm. Und dann bin ich natürlich neugierig geworden. Dann entwickelte sich das. Das nächste war dann halt ein 3,9er. Das war ein 8-Zylinder-Romotor. Und dann hat sich das so, es hat mich dann so berührt und so viel Spaß gemacht. Das hatte aber, und ich musste dann halt vielen Ferrari-Kunden dann später immer wiederum erklären, warum ich dann auch noch morgen fahre. Und also die beste Antwort war, dann zu sagen, komm, wir fahren mal. Und das endete 90% der Fälle damit, dass sie mir dann den morgen abkaufen wollten. Oder unbedingt. Und das Ganze ist jetzt, also die Geschichte ist gerade eine der letzten Geschichten, also dieser ist gerade 6 Wochen alt. Auch ein Kunde holt hier sein Auto ab, begleitet einen Freund und sagt, ich bin mal morgen. Er sagt, warum fährst du denn eigentlich morgen? Ich sage, komm, wir fahren mal. Sagt der Helmut, ich will das Auto haben. Ich sage, nein, geht nicht. Ist also völlig verrückt. Und es hat jetzt nichts, ich fange nicht an zu vergleichen, welches Auto ist schneller, welche hat Leistung, sondern es ist einfach die emotionale Faszination, die dieses Auto hat. Du sitzt da drin, guckst über die lange Motorhaube, peilst den Horizont an und das ist das geil. Und du spürst natürlich, klar, den Wind viel mehr, viel intensiver. Und das ist also schon eine Sache, die ganz, ganz einzigartig ist für mich. Und morgen, und dann gibt es ja so die viele Vorurteile gegen morgen. Die Frage dann immer wieder, ja, hat er denn eigentlich ein Holz? Der hat ja noch einen Holzrahmen, das ist ja so unbequem, so ein Audi, wie fährt sich das? Dann ist da viel Zahl. Ja, da muss ich aber, natürlich hat er gar keinen Holzrahmen. Das sind Holzelemente schon, aber die sind unter den Karosserieteilen verborgen und haben den Vorteil, sie rosten nicht, sind leichter und das funktioniert super. Das weiß aber keiner. Ich werde das mal, war ein Riesenbericht bei einer Welt am Sonntag, bestimmt vor 15 Jahren. Morgen auf dem Holzweg war die Headline. Nein, das ist also, und da muss ich auch einen Vorwurf an morgen machen, den habe ich aber schon offiziell bei morgen gemacht, dass da eigentlich das Marketing Aufklärung leisten müsste, was morgen eigentlich ist. Mhm. Und die letzten Morgen plus 8, die haben wir alle den BMW M5 Motor, 4,8 Liter. Das ist so ein gewaltiger Motor mit dem geringen Gewicht, so knapp 1000 Kilo die Autos. Das ist so faszinierend. So ein Auto geht 270. Hast du den auch? Ja, das macht so viel Spaß. Ja. Und das wissen halt die. Aber es gibt es jetzt auch nicht mehr, den 8-Zylinder haben sie nicht mehr. Und ich habe aber den einen oder anderen Sondermodell, ein Auto haben sie auch mal für mich gebaut, den GT. Da gab es ja nur 9 Stück von und habe ich einen gekriegt. Und jetzt den GTR, gab es 9.
Ich habe die Nummer 1 gekriegt. Das ist schon, das muss, also das ist schon, wenn man mal bei Morgan war in Malvern Link und sieht diese Fabrikation, dann erinnert mich das schon an, wo ich 90 das erste Mal bei Ferrari war. Also da war Ferrari schon hochmodern zu dem Zeitpunkt, wie heute Morgen noch ihr Autosbahn. Ne? Da haben die Fahrgestelle stehen auf zwei Böcken, ne? Und dann der Rahmen drauf, so eine Leiterrampe und dann mit Motoren eingebaut. Also das ist schon sehr, sehr viel Handarbeit und das macht gerade, hat sehr, sehr viel Charme, wie dieser. Aber leider bringt Morgan das nicht rüber und nicht fertig, das klar über das Marketing, den klar zu machen, was ist. Und ich habe alte Morgan-Prospekte jetzt entdeckt und da war, die Headline war No Compromise. Ja, ja, das ist ja, und das fände ich so geil. Genau, ja. Das fände ich also richtig schön und also ich setze mich da rein, weil ich habe früher Zelt mitgenommen mit meinen Jungs, ja, Zelten drauf, Zelten gefahren an die Ostsee mit dem Morgan. Also das ist schon eine Faszination für sich, die nichts mit Ferrari zu tun hat und auch nicht Ferrari ersetzt, sondern einfach nur parallel. Und alle die, die ihn Morgan von mir gekauft haben, wollen ihn nie wieder. Ich sage, den will ich wieder. Geht ja. Nicht, geht nicht. Fahren Sie noch Motorrad eigentlich? Nee, doch, pass mal auf, ich fahre eine Panhead, meine alte Harley. Ich habe eine Harley? Hast du nicht? Ah nee, die habe ich zu Hause gar nicht stehen. Meine Motorradleidenschaft ist eigentlich immer noch da, nur der hat halt, die Vernunft hat also einen großen Teil beseitigt nach dem Unfall in Hockenheim und dann noch einigen anderen brenzligen Situationen auf der Landstraße, habe ich dann beschlossen halt aufzuhören und habe aber seit 1992 eine Panhead, eine Harley Davidson Panhead von Baujahr 49. Habe ich damals auf einen Triumph in Zahlung genommen und die habe ich heute noch. Da sind das, glaube ich, 31 Jahre. Und damit, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man noch schön rumballern. Also das geht wirklich. Und das macht einen unheimlichen Spaß. Es kommt natürlich dann dieses Easy Rider-Gefühl, das ist dann halt schon da, ne? Easy Rider. Und das fällt mir gerade ein, ich habe die, als der Film in Deutschland war, das habe ich gerade, bin ich in die Lehre gegangen, das muss gewesen sein, 68, 67, 68, ja. Kam Easy Rider, der Film mit Peter Fonda und so. Und meine Panhead ist also ähnlich diesem Motorrad, und es war ja auch eine Panhead, die er damals fuhr, und das ist schon, und dieser Spirit, den Spirit, den dieser Film halt rüberbringt und auch die alten Harley-Leben, das ist halt einfach die Lust auf Abenteuer und auf Freiheit. Für mich war einfach Motorradfahren raus, Freiheit genießen, Unabhängigkeit und frei zu sein. Das kann man aber auch projizieren auf das Autofahren, also auch das Ferrari-Fahren. Für mich ist das einmal gewesen, raus, weg. Und das fing mit dem Motorrad an, da war das ja genauso, das erste Mal über die Alpen ballern und so, und das war herrlich und so, einfach nur raus und weg. Und dieses Gefühl, und das kannst du, hast du bei der Harley Penn, und das spürst du aber auch, wenn du im Morgen offen durch die Gegend ballerst. Ne? Genauso. Das ist einfach dieses Gefühl, raus, frei zu sein. Und ich brauche kein Flugzeug, ich brauch das alles nicht, um irgendwo hinzukommen, sondern wenn ich irgendwo hin muss, ich meine, manchmal geht es nicht anders, dann musst du fliegen, aber wenn es dann geht, ob ich nach Sizilien, würde ich nie fliegen oder nach Korsika, da fahre ich immer bis zum Hafen, dann rüber und dann los. Und das habe ich mit meinem Morgan schon gemacht und mit Ferrari schon gemacht und mit meinem Bentley 400 Liter Le Mans, den ich... Ja, haben Sie auch noch? Habe ich leider nicht mehr, Bentley in der Michelin. Da bin ich dann ja bis nach Targa Florio gefahren, aber dann bin ich nach Sizilien gefahren, also bis nach Genua nur. Aber von Kassel dann mit einem Bentley 400 Liter Le Mans. Wann waren das? War ja 30, 32, 36. Habe ich gehabt, ja. War riesig. Also immer die Auseinandersetzung. Der Weg ist das Ziel. Das war ein bisschen abgedroschen, der Spruch. Jo, also was aber er bringt das genau zum Ausdruck. Ja. Der Weg ist das Ziel. Ja. Und das geht heute halt viel verloren. Ne? Wenn ich jetzt an E-Bowling denke, da ist der Weg nicht das Ziel, da kann ich nur hoffen, dass ich ankomme. Ne? Aber das Ankommen ist, ja, das ist auch, gehört dazu, aber der Weg, ich will da nicht hinfliegen. Ich habe das mal, ach so, da hatten wir einen Termin in Maranello und da habe ich dann naiv mit dem Techniker gesprochen und mal sehen, fliegen? Ach nee, wir wollen zusammen da runter. So, da hatte ich eine Runde, dann sagte er, ich sage, wie fliegen wir denn? Dann sagt der Helmut, verkaufen wir Flugzeuge oder verkaufen wir Autos? Also,
setze ich in ein Auto und wir treffen uns in Italien. Ja, da hat er was gesagt. Das war so ein geiler Spruch auch. Ne? Nee, das ist schon gut gemacht. Ja, ja. Sehr gut. Kommen wir zu meiner letzten Frage. Oh. Wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit auf dem Hof, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Ach, du meine Güte. Müssen Sie entscheiden. Wie soll ich das jetzt sagen? Das ist bei mir ganz schwierig. Könnte ich ja sagen, ich nehme meinen alten Defender. Verdammt, ich bin immer Defender-Fan nebenbei. Also die englische Variante, englische Leidenschaft hat sich ausgehört. Ich habe Defender, einige auch Sondermodelle auch. So. Aber das ist genau dasselbe. Der Weg ist das Ziel. Das war ein, also gut, mit dem Defender, nee, würde mir nicht reichen. 812 mit meinem 812 GTS. Ich habe so ein TaylorMade-Auto und 812 GTS. Sind für mich, das würde mir ja schon sparen, aber das ist viel zu schnell weg. Wenn man 15, 20 Liter ist das ja gleich alle. Mein 365, das würde gehen, aber der war auch so viel. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich mache meinen Plus 8 auf und fahre damit durch die Gegend. Da komme ich am weitesten mit 50 Liter und habe genauso viel Spaß wie mit den anderen. Also wahrscheinlich würde ich es damit machen. Ich könnte natürlich sagen, ich mache so meine Panhead und baller damit noch rum, da komme ich noch weiter. Da komme ich ja locker 600 Kilometer weiter mit. Also vielleicht am besten. Und welche Strecke willst du fahren? Ja, mit welchem Auto? Das ist also wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig. Also ich würde es mit einem Klassiker machen, mit einem Klassiker, weil das wäre schon auch ganz schwierig. Also da mich jetzt auf ein Auto festzulegen, ist ganz schwierig. Ja, wir haben eine kleine Auswahl gehört. Und welche Strecke würden Sie fahren? Also Landstraße würde ich jetzt hier nur fahren. Wo würde ich denn hinfahren, wenn ich jetzt Landstraße fahre? Richtung Süden. Richtung Süden, Landstraße. Also ich finde, na gut, ich könnte natürlich sagen, na gut, ich fahre da mal zum Nürburgring. Dann von hier. Also, wo ich da auch schon lange nicht mehr auf der Nordschleife war. Doch, letztes Jahr Nordschleife. Das kann, ich habe immer gemerkt, wie schmal die Straße geworden ist. Aber früher kam man das mal weiter vor. Ja, die Autos werden so breit. Ja, das ist das Problem. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Das war Helmut Eberlein, der Ferrari-Händler aus Kassel, und das war die alte Schule für dieses Jahr. Ich möchte mich bei euch herzlich für eure Treue und eure netten Mails und Kommentare bedanken. Danke auch an meine Gäste, ohne die das hier alles natürlich nicht möglich wäre. Und ich möchte auch nochmal ganz explizit meinen Werbepartnern danken, denn nur durch sie ist die alte Schule in dieser Form möglich. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und jetzt mache ich mal 2 Wochen gar nichts und freue mich auf euch im kommenden Jahr. Obwohl, so ganz nichts stimmt auch nicht, denn Future Classics, den Podcast, den ich zusammen mit Jens Seltrecht und Frank Otero Molanis von 2 aus 11 mache, den gibt's durchgängig. Also, wenn es euch langweilig wird über den Jahreswechsel und ihr hier schon alles gehört habt, dann freut euch da jeden Dienstag auf neue Folgen. Euch schöne Weihnachten und alles Gute, Glück, Gesundheit und immer einen vollen Tank wünsche ich euch fürs kommende Jahr. Und jetzt lasst euch ordentlich was schenken und einen guten Rutsch. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.